Ah, doch, ist es. Ja, dann starte ich mal. Ja. Warum bin ich nur halb da? Wie halb da? Im Stream bin ich. Das Spiel hat noch nicht geladen. Sieht gerade ein bisschen ulkig aus. Nur Kopf und Schwanz ist da von meinem Charakter. Ah, jetzt lädt es dazu nach. So Einladung kommt. Das Charaktermodell muss erstmal laden. Ah, ein Bein. Ah, schon. Ah, das ist das zweite Bein. Und das ist das Darion. Blut. Ich finde es schade, dass man Blut nicht wegwischen kann. Dass man irgendwie, dass man Blut irgendwie, dass man Wasserzauber hat oder so. Ich kann mal mit Create Water drüber gehen. Kannst mal versuchen, vielleicht, ob das geht. Ja, das ist doch kein Thema. Aufheben kann man es nicht. Ist sowieso schon so blutig. So, wo lege ich das hin? Ah, wir haben auch noch Gabel hier. Oh Gott, es lädt jetzt erst, das Camp ist leer. Cool. Ja, das hatte ich auch gerade eben. Das muss erstmal. Ich hatte nur einen Oberkörper dort. Da ist das. Um Gottes Willen. Das muss doch irgendwie erstmal laden. So schlimm war es zumindest nicht. Also, gehen wir, wollten die Hexe machen heute. Wir wollten erstmal ins. Wir haben, glaube ich, sowieso aufgehört. Erstmal im tiefliegenden Lager nochmal diese restlichen Sachen abarbeiten. Und ach ja, dann, wir wollten bei Helsing die Belohnung mitnehmen. Und dann und Hexe. Den Rest. Und dann Hexe, genau. Ich hatten wir. Oh Gott, die Map hat nicht mal geladen. Oh nein. Oh nein. Das Update hat alles langsamer gemacht. Willkommen in meiner Welt. Und mit Tara liegt hier. Jo, die habe ich zu den Bossen gelegt. Müssen wir, bevor wir das Gebiet verlassen, noch dran denken, die Bosse mit aufzuheben. Die ziehen wir bis zum Hotelzimmer durch. Aber im Hotelzimmer sind ja nicht mehr mit dabei, da musst du sie im Inventar haben. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Du musst mich dann erinnern, die mitzunehmen. Wenn wir nach 2 gehen, musst du die mitnehmen. Weiß nicht, ob die im Underdark mit drin sind. Und dann. Nein. Wo bist denn du eigentlich? Ich handle gerade. Achso, ich bin noch im Camp. Ich nehme mal die Schriftrolle Plage mit und guck mal, was es so zu handeln gibt. Weil. Ach, habe ich schon. Okay, alles klar. Sonst war da nichts Interessantes. Ich glaube, ich habe einen Soundbug drin. Habe ich irgendwas, das klingt wie eine Windmühle oder so weiter. Ein Sound in der Windmühle da. Permanent. Ach du Scheiße. Die Map ist nicht geladen. Ich weiß, das dauert kurz und dann passt das. Peace. Enjoy it while it lasts. Ich rede mit Kaga. Ich hab nichts zu sagen. Dann mal runter in den Schein.
Das ist sehr merkwürdig hier. Die NPCs sind noch nicht gespawnt. Ne, es sind keine NPCs mehr da, weil die jetzt alle auf dem Weg sind. Oh. Das ist merkwürdig. Und wohin sind die auf dem Weg? Über den Bergpass zu den Schattenländern. Beziehungsweise zum zweiten ekelhaften Gebiet. Red mal hier mit denen. Things are starting to calm down, thanks to you. Ich geh mal von Helden die Belohnung abholen. Warte auf mich. Ich sehe gerade noch nicht, wo ich lang soll, weil da noch die Steintür. Die Steintür ist noch gar nicht da bei mir, deswegen. Oh Gott. Ah, da ist er. Das lädt alles noch ein bisschen nach. Das ist absurd. Hab sie gefunden. Aber locke uns wieder hier nicht drin, wenn wir jetzt hier... Ich versuche mich mal den Wolf zu nähern, da kann ja gar nicht schief gehen. Was soll da schon schief gehen? Ich hab dich gerade von unten gesehen. Na und? Können wir vielleicht mit ihm noch mal reden, hier mit Raff. You done it. You brought Halsin back. Und wo ist Halsin? Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine. Übrigens, falls ich zwischendrin mal lachen sollte oder irgendwas, ich höre mir nebenbei Friendly Fire an. Es kommt offensichtlich in einer Stunde, wo Scholz Merch. Okay. Für jemanden wie mich war es ziemlich einfach, halb so wild. Ich bin froh, dass Hals in der Sicherheit ist. Es war eine Hölle voller Blut und Asche. As am I. The Grove will be whole again. Let me show you on your map where you can find the cache. Oh, der sagt uns jetzt, wo es einen Schatz gibt. Das ist ein Schatzversteck. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, ach so, ja, natürlich. Der hat uns jetzt verraten, wo wir die Runen des Wolfs, von dem haben wir die bekommen. Es gibt's da unten eine Rüstung und so. Ist klar. Ah, dann komm mal mit. Hier muss die reingesetzt werden, die Rune. Lass mich looten. Hier kombinieren. Ist was passiert? Ja, hier. Noch nicht. Da müsste es jetzt runtergehen. Gibt es jetzt eine Rüstung oder irgendwas? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Es gibt ein bisschen Kummer. Was. Was ein bisschen interessantes. Wenn du es nicht schon weggenommen hast, hast du schon. Natürlich. Ja, ich geb's dir gleich die Schrift. Ich hab gesagt, lass mich looten, aber nee. Darauf warum soll ich dich looten lassen? Du lootest immer. Die Kleve kriegst du. Bist zwar mal du, der lootest, wie wir gerade sehen, aber... Ich hab dir die gerade ins Inventar gegeben. Was war denn drin? Es war Kummer drin und eine Robe, die nicht wirklich nützlich ist.
Jo. Ach, guck mal. Das ist Loot. 5 bis 14 Schaden. Schmerzhafter Peitschenhieb. Weiß jetzt nicht, ob das besser ist als die als spitze Stellen. Ich weiß es nicht, aber das ist ein Lebe und das ist eine sehr gute Zweihändige. Also ist mein, besser als mein Blitzspeer. Weiß ich nicht. Aber der Blitzspeer ist nur einhändig, das ist das Ding. 5 bis 14 Schaden. Naja. Kann man machen. Ist Heisen hier schon irgendwo aufzufinden oder ist der abgehauen? Keine Ahnung. Ich kann mich daran erinnern, dass damals dieses, dass da was das Gespräch hatte. Da war Heisen hier irgendwo, dass der dann mit Kaga noch irgendwie da eh nochmal. You should take a closer look. Der hat Kaga nochmal auseinandergenommen. Und jetzt ist auch auf der Map. Ach ja, das ist ja Tantchen Ethel und so. Und Heisen war doch noch hier irgendwo. Irgendwo war er. Ich muss jetzt auch nochmal ins Labor und gucken, wo der Parasit ist, weil den nehmen wir mit, weil extra Superfähigkeiten. Ich hab hier einen Vogel. Ah, okay. Vertrauten finden. Achso. Kann ich Kratzer herholen. Ich dachte, ich kann da. Kannst du Tiere. Dann kannst du den Vogel mal ins Lager mitnehmen. Wenn du den mal zu deinem Freund machst. Kannst du den mal. Hier schwebt ein blauer Vogel rum, vielleicht kannst du irgendwie. Du hast doch Tiere bezaubern oder so. Ich hab die Tierfreundschaft, ja. Ja, hier schwebt ein blauer Vogel rum. Das ist der geheilte Vogel. Ich kann mit dem leider nichts machen, das bereue ich ein bisschen. Du könntest theoretisch mit ihm reden. Ich kann nicht mit Tieren reden, das ist das Ding. Die Fähigkeit habe ich nicht. Die Fähigkeiten hat auch keiner von uns. Wir haben aber Tränke gehabt irgendwann mal. Vielleicht sollte ich auch. Ist auch egal, den könntest du eh nicht tamen. Vielleicht. Willst du den Gedankenschinder benutzen oder soll ich? Welchen Gedankenschinder? Den ich gerade mitgenommen habe, oben rechts wieder. Also die Larve. Willst du die Made nutzen oder ich? Mal schauen, ob es da was gibt. Psychonische Überladung, das klingt doch interessant. Ja, die brauchst du noch. Wir fliegen, Überzeugung. Ja, ich nehme das hier. Das geht gar nicht. Jetzt kann ich das nicht machen. Kannst du. Nee, kann ich nicht. Müsstest du machen können. Ich habe die Wahl zwischen günstiger Ausgangslage, Gesundheitsübertragung, konzentrierter Explosion. Achso, psionischer Rückschlag willst du, dann musst du erstmal konzentrierte Explosionen mitnehmen. Das ist zwar sinnlos bei dir, aber vielleicht wenn du. Nee, stimmt nicht, du kannst ja auch später Konzentrationszauber, das ist nützlich bei dir. Ja. Vielleicht sollte ich mal auf Bade, doch auf Bade, du Subklassen, Multiklassen. Nee, Paladin ist schon ziemlich stark, du kriegst später Konzentrationszauber wie jeder andere auch. Ja, was soll ich als Multiklass machen? Ich kann ja vielleicht noch auf andere Klassen. Ist dann auch eine Multiklasse dazu nehmen. Also theoretisch gut wäre Druide noch? Paladin Bade kann schon ziemlich geil sein. Ist das schon. Ja, aber ich weiß, dass Druide stark sein kann, weil du kannst das Paladin später diese Auren und so weiter und permanente Effekte für dich haben, die du dann im Wild Shape auch hast. Das heißt, Druide könnte ich weil Heiliger Wild Bär oder sowas sein. Wild Shape fände ich schon ziemlich geil. Das würde ich mal spielen, aber. Ja, wie gesagt. Und ansonsten, es gibt leider nicht den Hexblade Warlock, also es gibt nicht das Hexblade als
Patron. Sonst wäre das natürlich ein Instant mitnehmen, weil das ist saustark zusammen. Ich glaube, als Druide müsste ich auch mit Tieren reden können dann irgendwann. Müsste das ja auch. Ja, das ist eine Grundfähigkeit. Müsstest du dann kriegen. Musst mir noch zeigen, wie das geht. Oh Gott, ich habe hier wieder die. Die werden nicht geladen. Laufe ich wieder durch Luft. Das hat bei mir früher relativ schnell geladen. Und war erst ab 8.3. Ja, das war erst ab 8.3 ein Problem. In 8.1 war das noch gar nicht. Das hat bei mir auch super lange. In 8.1 lief noch alles super. Oh, hier ist ein Berg. Und wo steckst du gerade? Ich stehe neben Kaga und überlege, ob ich sie umbringen soll. Das hast du ja schon mal versucht. Ja, aber jetzt steht sie allein hier. Wo steht sie? Dann helfe ich dir vielleicht. Na, sie steht hier am Eingang. Warte, schau ich mal den Bären weg, dann kann ich zu dir hochkommen. Dann bringen wir sie um. Es sei denn, du findest Teil sind, dann kannst du ihn dazu bringen. Also sie nicht umzubringen. Der müsste im Lager sein. Sie nicht umzubringen, aber zumindest. Ich guck mal eben, ob er im Lager ist. Moment. Die Ohren hier nichts verpassen. Oh, ich hab den Wurf verkackt. Ja, Helsin ist im Lager. Moment. Ich rede kurz mit ihm, dann lass ich ihn kurz sie rausschmeißen und dann können wir sie umbringen. Ach du Scheiße, die Zwischensequenz lädt nicht. Ja, das war bei mir auch so. Was ist denn das hier? Soll ich mich mit dem Bär anlegen? Nee. Der nur 13 HP, den könnte ich wegmetzeln. Ach so, ja stimmt, wir spielen ja auf leichtester Schwierigkeit. Hau weg. Wir löschen jetzt einfach das Druidenlager aus, würde ich sagen. Die sind sowieso Arschlöcher. Ich fange hier oben bei ihr an. Aber die greifen mich wahrscheinlich hier an, wenn die hier. Und jetzt den Bären angreifen. Aber ich kann da nicht zu dir, oder du nicht zu mir wahrscheinlich. Das wird schwierig. So kriege ich vielleicht eine Attacke, die sofort reinhaut. Okay, Initiative hat gestartet. Sie ist schon halb down. Okay, der Bär ist tot. Oh, ich habe hier ein paar Feinde bei mir. Jetzt bin ich auch in einem Kampf. Ich kämpfe jetzt gegen die Druiden. Alles klar, ich mache hier oben die Dame fertig. Wir kämpfen jetzt gegen das Goblin, gegen das Druidenlager. Warum nicht? Wenn es mal laden würde. Alter Schwede. Ja, das ist bei mir auch gerade so schlimm. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir machen heute einen kurzen Stream, wenn das weiterhin so läuft. Wow. Eine Minute Delay zwischen den. Ist das Spiel auf einmal scheiße geworden oder was? Sie ist tot. Kaga? Ja. Warum hast du die ohne mich bekämpft? Oh. Weil sie ein Gegner ist. Ich komme runter zu euch und ich habe hier ein paar mehr Gegner. Naja, ich komme schon. Und der Bär liegt auf dem Aufzug. Guck mal eben, was diese Brutmutterkette von der Dame kann. Oha. Das ist ein starkes Amulett. Jetzt, ich habe jetzt hier Bären gegen mich. Das ist. Ich bräuchte auf jeden Fall Hilfe hier. Wir sind schon unterwegs.
Druiden fesseln ihre Macht. Na komm, machen alle. Na komm, den haben wir. So einer ist weg. Ja, wir nehmen dann das Idol aber mit, oder? Würden wir hier schon dann abschlachten? Ach, du bist jetzt im Kampf. Ja, natürlich sind wir im Kampf. Du bist von der anderen Seite reingekommen. Yep. Nach Wild Shape. Easy. Ich habe hier hinten jemanden, den Bogen schützen. Okay. Kann ich hier irgendwie noch... Nicht gegen die Bewegungsrate. Schade. Das Idol wirst du mitnehmen. Die Idol von Sylvanus. Ja. Die Frage ist... Also warum nicht? Die Frage ist, haben wir uns vielleicht mit Helsin verspielt? Wenn wir jetzt. Nö, dem ist das scheißegal, der ist schon bei uns im Lager. Sicher? Ja. 100%, der ist schon in Akt 2 mental. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich bin mir da 100% sicher, weil ich das auch schon vorher gecheckt habe. Wenn die da jetzt nicht irgendwas geupdatet haben, dann ist er. Dauerhaft freundlich, bis er irgendwann in den Schatten landen. Ich hab. Kala hat irgendwie ihre Waffe verloren. Ja, ist entwaffnet worden. Passiert. Da hat sie wieder. Muss sie noch ausrüsten. Mhm. Verliert eine Runde dadurch. Mist. Okay, was habe ich? Wilde Magie. Bis zum Ende des Kampfrausches. Konnte ich nicht lesen. Okay, mir geht's etwas mies. Als ob ich schon so getroffen wurde. Kann ich hier vielleicht mal. Ja, was ist jetzt mit mir passiert? Ach so, das ist mein Angriff. Sind wir weggeschleudert. Und wieder hergeholt. Sehr schön. Jetzt sind die irgendwie dran. Es sind ja nur drei. Die kriegen wir schon. Nicht getroffen, egal. Die wird einfach permanent nur mit dem Dingens da gekillt. So, mach alle Talach. Hat ja noch ein HP. Okay, das war gar nicht schlecht. Und zack. Ah, war's schon. Haben wir geschafft. Wie es ausschaut. Ja, ich nehme das Idol von Sylvanus mal mit. Ich loot mal hier. Ja, nicht schaden. Eine gute Beere habe ich hier. Ansonsten Kampfstab und Lederrüstung brauchen wir nicht. Haben wir noch mehr Gegenwehr auf dem Weg nach draußen, oder?
Nö. Die haben Bären bei sich. Die umbringen. Wenn du willst. Tank, sprech mit Tieren, da ist es ja. Goodberry. Nein, die haben nur Rüstung und Stäbe. Nichts Wertvolles bei sich. Aber der Bär? Ne, der Bär hat nichts bei sich. Schade, dass Mintara schon tot ist, sonst könnten wir uns mit ihr anfreunden. Kannst du mal den Bär da wegbewegen? Ich kann ihn nicht aufheben. Ich brauche auch mal Heilung irgendwie. Ich mach noch kurz die Heilerin hinten. Ich verklopf noch eben die Heilerin unten. Moment. Da liegt ein Bär. Aufheben nicht möglich, zu schwer. So ein Mist. Soll ich einen Trank dafür missbrauchen, oder? Wenn du das für richtig hältst. Ach, ich habe diese kleinen Trinkchen. 11 habe ich davon. Bin doch eh. So. Misch mich mal hier mit ein. Ja, ja, ich hab gerade den Rat und den Wolf unten. Kriegst du ein Netz ab. Schade, kein Bonusschaden. Hau mal den Wolf weg. Kann ich irgendwie nicht. Das ist merkwürdig. So. Fernkampfangriff. Das war's. Ich weiß nicht, warum wir das gerade machen, aber wir machen es gerade. Ja, warum nicht? Keine Ahnung, die waren Arschlöcher. Raf war eigentlich gar kein Arschloch. Ist doch egal. Nett. Wenn, dann machen wir alle. Warum krieg ich den gerade nicht erreichen? Warum wollen wir die Lagertruhe da unten haben? Die haben wir doch schon. Ne, die Lagertruhe hier nicht. Da ist nichts drin. Willst du Raf noch mitnehmen und ins Lager packen? Als Boss. Nee, aber ich loote ihn. Der hat nichts. Der hat nichts. Kann ich den Wolf mitnehmen? The tower seized, the battle done. Ich guck mal, ob ich den Wolf mitnehmen kann. Ich kann den Wolf mitnehmen, ich nehme den Wolf mit. Ich hab hier gerade eine Legende oder so. Irgendwas über Char und so. Diese Tafel, guck mal diese Tafel an, Mordi, wo ich gerade vorstehe. Schau dir mal die. Die habe ich schon alle durch. Da gibt es eine Erzählung. Jetzt können wir hier die ganzen Kisten looten. Wer will uns dabei aufhalten? Exakt, deshalb machen wir das hier. Denn wir sind die klassischen Dungeons & Dragons Spieler. Hm. So, Netty schläft und ich schlag ihr ein. Ich schlag sie einfach mal nieder. Bin halt einfach neutral chaotisch. Nein, das hier ist jetzt schon Chaotic Evil. Chaotic Evil wär's, wenn man Dings. Ich kann den Vogel werfen! Oh, der arme Vogel, der hat doch keinem was getan. Ja, ich hab ihn, glaube ich, gerade tot geworfen. Aber allein, dass es geht. Zwei Heiltränke hat sich voll gelohnt. Oh, wir haben Sylvanus Segen. Ja, solange wir hier sind. Ich habe die ganze Truhe mitgenommen. Da war nichts drin. Elixier von Sylvanus, das brauchen wir dringend.
Da sind Äpfel drin. Schön Lagervorräte, die wir mitnehmen können. Und ein bisschen Geld und ein Ring. Ein Rucksack. Schlafsack. Kartoffel. Ich habe hier eine Gabel für Gabel. Naja, der ist aktuell nicht da. Kann Gabel was im Inventar haben, oder? Nein, kann er nicht. Das ist nur in Flammen, aber er ist wieder da. Oh, hier sind ein paar Heiltränke. Ja. Übrigens, den Segen von Sylvanus haben wir, solange ihr in meiner Nähe seid, weil ich habe das Idol in der Hand. Deshalb wollte ich es mitnehmen. Es ist relativ nützlich später. Ich habe gerade Gabel mit einer Gabel beworfen. Kannst du es wagen? Wollen wir den Kondensierer mitnehmen, oder? Den können wir gar nicht. Ein bisschen randalieren hier. Hey, nicht mich randalieren. Wir gehen dann mal. Beziehungsweise nichts mehr zu tun. Das andere Quartier. Das andere Quartier haben wir doch überhaupt nicht erkundet. Aber da hinten gibt's doch bestimmt noch was zu looten. Die Bücherschränke gibt's noch zu looten. Hinten noch irgendwelche Heiligtümer zu entweihen. Hier liegt noch ein zerlegter Dwarf. Ja, den brauchen wir aber nicht. Der hat nichts mehr mit dabei. Oh, der ist zu schwer. Ich kann den Raf gar nicht mitnehmen. Warum ist der zu schwer? Ah, Karlach kann ihn aufheben. Dann nehme ich den mit. Wo stehst du da? Du stehst hier gerade bei mir rum. Bist du schon... Hm? Was machst du da gerade? Machst du mich den? Ich mach nichts, ich gehe einfach jetzt wieder. Ich habe den geheilten Vogel und den... Und Karlach hat den Ruin mit. Mal schauen, hier ist noch ein Vogel. Moment. Wir müssen den Leichenberg bei unseren Schlafsäcken erhöhen. Spielen wir doch Dark Urge. Nein, wir spielen Chaotic Evil. Wir schließen uns einfach niemandem an und töten einfach alles. Am Ende töten wir einfach jeden in Baldur's Gate. Hm. Oh, hier liegt ja noch jemand. Ah, die hat tatsächlich gute Handschuhe hier hinten. Also der. Ja, nice, den haben wir übersehen. Ich hab den mal mitgenommen. Ja. Ab Karlach ist überladen, wir müssten mal ins Lager. Ja, ich hab auch Karlach gerade schöne Handschuhe ins Inventar gezogen. Dann gehen wir jetzt kurz ins Lager und gucken mal. Handschuhe der Nacht. Ja, die sind relativ nützlich für Nahkämpfer.
Verderben der Absoluten. Bei einem Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von minus 1d4 auf die Angriffs- und Rettungswurf des Tieres. Yep. Mach Ziele schwächer. Na dann. Machen wir noch eine lange Rast, oder? Bevor wir zu Tantchen Efel aufbrechen, wäre es vielleicht nicht schlecht. Steht der Wolf bei dir auch einfach hier im Lager? Ich hab grad Black Screen. Moment, ich muss mal gucken, ob das wirklich so ist. Wenn ja, dann stelle ich den hier hin. Der ist ja insane, wenn das so funktioniert. Den nehme ich definitiv mit. Kann ich den werfen? Dann kommt Kratzer. Ich kann den werfen. Dann kommt Kratzer. Wo ist? Steht der Wolf bei dir auch gerade einfach? Nee, hier? Aber der Typ, den ich gerade geworfen habe, der steht bei mir. Lol. Der Mino. Der Mino steht bei mir aufrecht. Und Kratzer holt ihn ja, nicht. Ja, ich weiß, bei mir steht es gerade so. Moment, ich schick's dir. Ach, Schande. Sieht voll geil aus. Ja, der Hund steht nicht bei mir. Steht Mino bei dir rum, oder? Nee, wobei, ich guck mal eben. Ich schick dir jetzt gerade den Screenshot, Moment. Kann ich im Stream leider gerade nicht. Ja, ja, das ist nur für dich. Doch, der steht bei mir auch. Dann lass ihn da mal stehen. Der steht nicht nur, der hat sogar Animationen bei mir. Und er ist gerade nochmal gestorben. So. Und Raf ist gerade nochmal gestorben. Das ist gerade hier im Lager. Ja, bei mir der kleine Droide. Der hat einfach Animationen, der lebt einfach jetzt bei uns. Der lebt noch. Der ist jetzt unser Haustier. Ja, das ist ja insane gut. Ich würde sagen, der ist jetzt unser Haustier. Okay, sehr gut, das hat sich gelohnt. Okay, gehen wir zur Hexe. Die will ich dann nämlich wirklich mitnehmen. Na dann. Machen wir noch eine lange Rast, oder? Nee, das lohnt sich nicht. Ich hau noch eben eine kurze rein und dann ist easy. Hexe wird aber ein schwerer Bosskampf. Ach, die Hexe wird kein schwerer Kampf. Und ich habe gerade Schaden gekriegt aus irgendeinem Grund. Nein, du wurdest gerade geheilt. Okay. Ja, die Hexe wird übrigens wirklich kein schwerer Bosskampf, weil Asarion hat AOE-Angriffe und ich kann Unsichtbares sehen. Das wird relativ easy. Gibt es da eine Schnellreise, wo wir hin können, oder? Nee, wir gehen naja, erstmal durch die Weil wir können in die Nähe. Vielleicht. Oh lol, ich hab Animate Dead vergessen, dass er eben schon kann. Jawohl, easy. Ja, Call of Madness, das bringt nichts, sondern Gegenzauber, ja, easy. Vielleicht können wir noch ein paar Leute töten. Warte noch einen Moment, ich hol noch kurz ein paar Zombies. Ah, okay. Haben wir hier noch Tote liegen? Ja, wir haben hier noch sie liegen. Haben wir irgendwas? Nein. Die guten Leute sind nicht alle weg, also Damanuts, Co. Nehmen wir mal ein paar Fernkämpfer mit. Guten Leute sind hier alle weg, oder was? Ja. Und ich bin jetzt hier auch looten. Wir haben jetzt ein Skelett dabei. Soll ich mal den seltsamen Ochsen töten, oder brauchen wir den noch wofür? Ich weiß nicht, was er in Akt 1 droppt, töte ihn einfach mal. In Akt 2 bringt er was marginal Nützliches, hier weiß ich nicht. Er greift mich an. Ja, der ist auch relativ stark. Theoretisch. Nee, der ist tot. Der ist nicht stark. Ja, Gestaltwander. Ist es, wenn du ein Druide auf Druide gehst, dann ist der Ring tatsächlich nützlich. Ich muss mir noch zeigen, wie ich das mache, das Multiklassen. Habe ich glaube ich nie gemacht. So, beim nächsten Level up kann ich dir das zeigen. Wollen wir den Händler umbringen? Nö, den brauchen wir noch. Den Händler. Ja, stimmt. Wenn wir ins Underdark gehen, dann können wir ihn töten. Und hier ist, glaube ich, noch wer. Hier drüben hinter der Tür. Ich bin ja ein bisschen überladen. Moment, ich handle eben kurz und ich bring kurz. Ich mal nicht.
Warum kann ich so wenig tragen? Der Vogel schwebt wieder. Der tote Vogel ist wieder lebendig. Ja, das passiert. Fantastisch. Rad. Muss, glaube ich, auch nochmal handeln gleich. Ich muss auch noch das ganze Essen ins Lager schicken. Okay, die Person ist auch weg, die hier rumlag. Da gab es auch noch eine. Hier ist noch ein bisschen Alk. Oh, ein Schlüssel. Ein Schrankschlüssel. Ach, da unten sind noch die Abenteurer. Ja, nun. Das ist ein Kleiderschrank. Ja. Die Schuhe kann man vielleicht mal gebrauchen. Aus welchem Schrank passt dieser Schlüssel? Ich schick mal die Ringpanzerrüstung ins Lager. Ah, sehr schön. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ja, zwei Gegner, die ich gerade getötet habe. Okay. Ich loot hier ein bisschen. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts mehr hinten. Ich glaube, ich wurde gerade von einem Clown erwischt. Dann töte ihn. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Das ist das Problem. Oh, da unten, der schläft. Lol. Ich bin im Gefängnis gerade. Warum habe ich eigentlich als Paladin noch keinen. Warum habe ich noch keinen Eldbruch? Weil das in Gesprächsoptionen überwiegend geht, außerdem hast du niemandem geschworen, dass du diesen einen nicht auslöscht. Ach, da seid ihr. Ja, inmitten der Leichen. Noch eine Steintür. Waren wir da schon mal? Ja. Da gibt's noch irgendwas, da gibt's noch eine Quest. Auf der Map. Dann geht dann in die Richtung hoch. Ah, ich gehe die Stufen hoch. Ja, ich habe kurz geschloss knackt, ne? Die Tür ist offen. Ja, aber hier unten. Ich gehe mal hier die Leiter hoch. Hier gibt es eine Holzluke. Da bist du gerade rausgekommen. Oh, okay. Da bin ich gerade wieder rein. Ich bin zu klug. Die Intelligenz ist mit dir. Ich bin zu klug. Du bist einfach zu schlau für dieses Spiel. Hm.
Hier hinten gab es, glaube ich, noch was. Irgendwo gibt es den Questmarker. Oder ist der, ja, ist der für die anderen Quests? Wir haben jetzt das Gebiet theoretisch abgeschlossen, aber ja, das ist für andere Quests. Und wo geht's hier hoch? Eine Leiter. Ach, hier geht's da lang. Verstehe. Das ist unpraktisch. Was hast du denn gemacht? Ich habe die Leiter zerstört, während ich oben war. Ja, das ist unpraktisch. Was soll es? Karlach steht noch oben. Ja, die kommt den alternativen Weg mit mir. Nee, die kommt da nicht runter. Ja, ich hole mir die Truhe von hier oben. 47. Okay. Mein nichtsnutziger Charakter ist gerade wieder hochgehüpft. Let's move. Ich nehme hier noch ein bisschen Schaden hier beim Runterspringen. Minus 8 TP. Yay. So, Hexe wollten wir. Ich würde sagen, dann gehen wir zu dem zerstörten Dorf. Okay, ich weiß absolut nicht, wo die ist, also. Du führst. Wollen wir im zerstörten Dorf einfach. Wollen wir jetzt einfach auch noch anfangen, alle Goblins zu töten? Einfach diese komplette. Wenn wir schon mal da sind, ich meine so. So schwer sind die jetzt auch nicht. Alles klar, das ist, was ich wissen wollte. Das Goblin-Lager haben wir schon aufgeräumt. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist am Ende mit Raphael kämpfen. Weil der hat eine sehr schöne Kampfmusik. Respawnen im Kampf. Yep. Du hast gleich schon angefangen. Ja, das zu machen. Das ging ja schnell. Es ist nur ein Goblin gewesen oder so. So, wo geht's zu der Hexe? Zur Hexe jetzt in den Süden. Da lang. Vielleicht kannst du mit der reden, dann kann ich sie schon abschlachten, während du mit ihr redest. Nee, ich will erstmal den Pakt mit ihr haben und dann können wir sie abschlachten. Okay. Außer überwiegend, weil sie ein relativ starkes Buff-Item hat, was wir dann für die späteren Kämpfe verwenden können. Natürlich ein Fehlschlag. Keine Sorge, das Skelett mit dem permanent vergifteten Bogen erledigt das. Wo ist der letzte? Ah, da hinten im Eck. Wo ist der letzte? Da unten. Nicht mehr. Du darfst looten, ich werde jetzt hier kurz Sachen haben schmeißen. Haben die irgendwas? Ich weiß es nicht. Ah, ich untersuche gerade einen Apfel. Mal was geworfen. Ich hab den Werfpilz. Ich mach Bonusschaden durch Würfe. Ach, hier wollte ich looten. Ich werf nicht ohne Grund Scheiße. Unbasierter Modus ist scheiße.
Du kannst einfach deine Runden skippen. Du bist eh nicht lange genug dran. Aber zum Glück ist das ein bisschen blöd. Ja, wie gesagt, du kannst einfach deine Runden kurz skippen. Es geht schneller. Ich renne die hier noch ein bisschen. Alles gut, wir spielen. Jetzt spielen wir sowieso Mörder-Hobo. Von daher. Sieht so aus. Ja. Zumindest in der Oberwelt, bis wir ins Underdark gehen. Ja, dann sind wir wieder plötzlich ganz freundlich und dann schlachten wir am Ende alle Pilze ab. Ja. Und alle tiefen Zwerge und alle Gnome. Also man erst freundlich und dann böse. Wir sind Chaotic Evil. Achso, da drüben seid ihr lang. Warte, ja, der mich. Kunde hier, weil wir hier waren wir hier noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Nein, hier ist noch nicht aufgedeckt. Da wo ich bin. Aha. Wir sind noch auf dem Weg zum Karnach hier gekommen. Zu der Karnach-Quest. Da unten sind ein paar Leute. Wo sind Leute? Da wo ich bin. Ich bin glaube ich im Dialog mit. Ah, das Eve. Tantchen Eve habe ich gefunden. Ah, alles klar. Schlag dich auf ihre Seite, greif die beiden an. Drop there, Hag. You was the last to see me, Rena. Just let her go. Please. Wir sind gerade eh böse, also. Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Ich hab den einen schon mal abgeschossen. Bist du noch im Dialog? Nee, auf einmal sind die alle tot. Wo ist sie hin? Ja, ich hab mich schon mal eingemischt. Ich tu mal so, ich hab gesehen, dass die alte Dame bedrängt haben. Ich hab einfach einen Wurfspeer geworfen. Aber wo ist sie hin? Sie hat sich wegteleportiert. Sie ist eine Vettel. Lieber Joel, lieber Demir, bitte seid mir nicht böse. Ich meine es ernst. Ich hinterlasse euch diese Nachricht nur, damit ihr keine Panik bekommt und keine Dummheiten macht. Ich gehe zur Vettel, ich bin es Connor schuldig. Ihr wisst, dass er das Gleiche für mich tun würde. Ich bin bald wieder zurück, also kein Wort zu Mama, ja. Sie hat schon genug um die Ohren. Maya, Marina. Haben sich ja gut dran gehalten. Ja. Ich bin gespannt, wer den Perception-Check gleich kriegt. Ich hab einen boostigen Hals. Aha. Hast du da den Segen verloren? Ich bin in einem Gespräch drin. Den Segen, ja, dass ich mich heile. Ich guck gleich zu. Wird gespeichert. Ich habe da irgendwas ausgelöst. Ja. Dauert gerade ein bisschen, weil das Spiel zu langsam ist. Mhm. Stunden später. Und sonst so? Ja, ist halt so, ne? Ist halt. Übrigens, kleines Update, der Wo Scholz Merch ist da. Aha. A chill runs up your spine. Ah, jetzt. You feel like you're being watched. Hallo, darf ich dem Dialog auch zugucken? Nö. Jetzt. Nachforschung nach irgendwas ungewöhnlichem Ausschalten. Mit 20 muss ich schaffen. Das wird nix. Ich habe eine minus 1, das. Minus 1, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich eine 20 gewürfelt hätte. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Ich bin tot. Nein. Es ist nur, dass du merkst, dass dieser Sumpf verzaubert ist, aber.
ist auch ganz nett so. Hier ist noch ein Apfel drin. Ja, ist am besten alle Äpfel. Hier sind Fallen. Glaub mir, die Äpfel schmecken gut. Saftige Apfel. ja, ich weiß mal. Da ist ein Totenkopf da daneben. Ja, der wird super sein. Mhm. Tod in 10 Zügen steht's da. Not one for roughing it, I see. Wallowing in filth is for pigs and children. Du redest mit einem Schaf oder was? Ja, kannst du auch gerne mal versuchen. Children and people with a little bit of grit. Sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Das Schaf versucht mehr zu sagen. Mach mit Tieren umgehen. Jawohl. Mach jetzt doch den Druiden. Hab ich ja scheinbar schon irgendwie teilweise. Ja, weil ich das Idol in der Tasche hab. Dann kriegen wir alle Boni. Irgendwas passiert gerade. Yep. Sehe ich jetzt die Gedanken des Schafs oder was? Ach du Schande. Nein, die Illusion ist jetzt weg. Das Schaf sieht etwas anders aus. Okay. Sollen wir ihn angreifen? Ja, das ist... Nee, die Redcaps sind relativ stark. Wir machen erstmal die Hexe, dann töten wir sie. Sieht ja hübsch aus hier. Ja. Ob es irgendwo ein Plumpsklo gibt? Es wäre schade, wenn nicht. Und du weißt, worauf ich anspiele. Was denn? Hast du etwa auch Schichten oder was? Wie eine Zwiebel. Wie das Klo, was dann ein größeres Haus ist, was dann. Also, das bleibt. Ich dachte, du spielst auf Schreck an. Mein Gott. Nein. Ein verwirrter Frosch. Moment, ich kann mit Tieren reden gleich. Moment. Ich scheinbar auch. Und in der Nähe bin. Nein. Nur mit Tieren umgehen. Frog's entire body shakes. It ribbits erratically as if in pain. Das schaffe ich. Easy. It shies away, croaking a warning, eyes wide in terror. Was ist ein braves Froschli? Keine Angst, ich lass dich in Ruhe. Komm her, wenn man dich ruft, immer frisch. Oh, Frosch greift an. Ja. Und Frosch ist saumäßig stark. Lass uns den besiegen. Würden wir ihn sehen. Ja, dafür gebe ich sogar einen Flurry of Blows aus. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich greife den an. Hier hinten. Fehlschlag. Projektile werden bei ihm nichts bringen. Ich werde getroffen. Ja, weil das ein Magier ist. Ein Verwandelter. Ich habe schwieriges Gelände für den Frosch. Doppelt schwieriges Gelände hier. Ich hier irgendwas tun. Mal hüpfen. Au.
bin auf das Skelett gesprungen. Was zum Fick hast du gerade getan? Ich habe psionische Überladung benutzt. Das war nicht psionische... Was? So psionische Überladung. Das hast du dir gegönnt. Oh. Hat aber nichts gebracht. Ist auch schaut. Doch, du machst jetzt Bonusschaden pro Runde. Ich bin fast tot, wie es auch schaut. Ja. Wir hätten doch eine lange Rast machen müssen vorher. Warum greifst du uns an? Ich greif dich nicht an. What the fuck? Ich kann mich nicht kontrollieren. Ich greif dich an. Hilfe. Wir können es gerade gar nicht. Ich greif euch an. Ich bin, glaube ich, gerade wahnsinnig wieder. Ich könnte mich selber gerade nicht kontrollieren. Was machen wir jetzt? Ich greif mich an. Hallo? Soll ich dich angreifen oder was? Soll ich dich töten? Astarion, greif dich an! Sag mal, ja, lass das hier! Ich spiel grad Astarion! What the fuck? Was läuft hier? Schlag mal das Skelett! Ich weiß es nicht! Ich glaub, weil ich wieder verfehlt hab! Ich schlag dich ab! Gerne. Okay, ich bin wieder da. Haben wir jetzt den Kampf geschafft? Mir geht's ziemlich scheiße. Ja. Ah ja, dann raus hier aus dem Nebel. Ich habe den Frosch mal mitgenommen. So, wo sollen wir jetzt lang? Den Weg folgen. Einfach weiter. Dem hier. Ja, da rauchen noch nach. Und da steckt die irgendwo fest. Wegpunkt. Nee, hier war ich nie. Ich weiß. Da muss jemand. Hier oben gibt es noch eine relativ wichtige Sequenz. Die werde ich mal machen. Zu spät. Ah, okay. Fellow Wanderer. Forgive the aroma. Lass mich mal hier machen. Du hast das Gebiet schon erkundet. Das ist für mich neu. Müssen nicht mal hier Sachen tun. Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Wer seid ihr? Mit mir sind Waffen lieber als Gestank. Danke. Ihr seid ein Monsterjäger, das überrascht mich. Was auch immer ihr jagt, allein euer Gestank wird es umbringen. Ich bin für Letztes. Quick wit is rare indeed. Good manners, however, all beings can aspire to. I suggest you find yours before dealing with the lady of this house. That is why you came to her lair, I take it, to bargain. Die Dame des Hauses, wie kommt ihr darauf? Es ist ein Teehaus, kein Versteck. Es geht euch nichts an. A charming sight, to be sure. But the prettiest web still has a spider sitting at its center. Her kind of hidden among us since the first darkness. And their knowledge is matched only by their spite. Know how to ask, and they'll share that knowledge. If you're fool enough to pay their price. Nun sagt schon, was ist sie und seid ihr töricht genug? Was ist der Preis? Was ist das für ein Preis? Ich denke, ihr irrt euch diesen Ort. Sieht richtig unschuldig aus. Obwohl wir das selber schon sehen. A powerful friend. A terrible foe. That I cannot decide for you. For my part, I need her knowledge. The thing I hunt has gone to ground. If she can tell me how to flush him out, I'll pay whatever price she asks. Aha. Immer das Paladin nehmen. Ich rate davon ab, einer solchen Kreatur beim Gedeihen zu helfen. Welche Beute könnte diesen Preis wert sein? Truth is like a blade, my friend.
we can arm ourselves with it, or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. Mir geht nicht zu langweilen schon, nun sagt schon. Schaffe ich nicht. Nein. Du hast aber eine Inspiration. Du darfst also nochmal neu würfeln. Nee. Du bist einfach nicht einschüchternd. Na komm. Nö. Dann wird nix. Müssen wir mal leben. I don't think that I will. Questions are free. Answers are not. Better to learn that before you meet the lady of the house. Gut, wollen wir ihn angreifen? Soll ich ihn angreifen? Nein, ich habe hier jetzt nochmal andere. Ich habe noch andere Dinge, weil ich Astarion dabei habe, die er übrigens jagt. Aha. You're a monk? A mystical and dangerous people. We travel the land, never settling in one place. We steal your chickens, curse your crops, seduce your daughters. Your friend here has heard it all, I'm sure. And I wish I had half the power. Weil ich später in Akt 3 gesehen habe, was seine Aufgabe war, bevor er zu uns ins Team gestoßen ist, verstehe ich, dass man ihn jagt. Würde ich auch. Something terrifying, no doubt. Dragon? Cyclops? Kobold? Nothing so dramatic. I'm hunting for a vampire spawn. His name is Astarion. But I fear he's gone to ground. Kennt er keinen. I hope the hag of these lands can Astarion help nie gehört. If I can afford her blood price. Und hier ist der Astarion. I don't know. I'm sure a vampire spawn could still rip out your throat if he felt like it. He is right, unfortunately. They are only weak when compared to their masters. During the day, we have the advantage, but at night, when they hunt, you'll not find a more deadly quarry. Hat die ihm irgendeine Personenbeschreibung gegeben oder so, oder weißt du absolut gar nichts, nur den Namen. Nein. Still be wise to post guards at night. The threat is real. Indeed. Der weiß nur den Namen, wie es ausschaut. We should do something. Deswegen erkennt er ihn auch gar nicht, während er vor ihm steht. Was will er machen, wenn er auf Jagd geht, will er jeden fragen, heißt du Astarion? Okay, natürlich dich jetzt. What? What? It is impossible. You idiot! What have you done? Das ist doch gerade. There? I'm afraid you're wrong. Jetzt können wir doch. Der Mann ist wirklich dumm, das jetzt zu tun. Aber was hat er sich erhofft? Also wenn er Astarion nicht erkennt, während er vor ihm steht, was hat, yep. Wollte er in jeden Pub reingehen, in jede Taverne reingehen und fragen, heißt du Astarion? Heißt du Astarion? Heißt du Astarion? Und wenn einer ja sagt, ihn dann abschlachten, oder? Was war sein Plan? Was war sein Plan? Willst du Gandrels Streben haben? Okay. Einfach alles mitgenommen. Ja, du hast eine Armbrust jetzt, die nützlich gegen Monster ist. Okay, ist die besser als meine, die ich jetzt habe? Bestimmt. Vielleicht. Ja, safe. Bist du ein paar vergiftete Äpfel? Du kannst auf Gegner werfen. Weißt du was? Ja, mach einfach mal. Wo bist du gerade drin? In welchem Gespräch? So, die Pfeile haben. Ach, mit Astarion redest du. Yep.
guck mal kurz, wie ich weiter uns mag. Hey, mich mag er mehr als dich. Und wo ist die Hütte? Ich habe gerade geguckt, wie gut das Tarion uns mag. Ich bin ja, niemals positiv. Der spricht mit mir nicht mal. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil der Kana spricht auch nicht mit dir, was ich ein bisschen blöd finde. Hey, ist, da, ist dein Teammate? Ich würde halt gut, auch gerne mal mit das Dame reden. Ja, ich mach kurz den Pakt bei der Hexe und dann können wir sie töten. Klopf, klopf. I don't want a crumb left on that plate, girl. Antietho, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon if it isn't the cheekiest pop of them all. You'd best have one hells of an apology for me, young man. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Was ist hier los? Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. Well, you heard the lady. We don't want things to get messy. What is it? What's going on? You just have one of those faces, Mayrina. So bland and forgettable. Smart move, sweetness. Now, about what you told me in the grove. Your little wriggler problem. It must be an awful thing to have that hanging over your head. Raus, oder? In it, rather. Yep. Let me take care of that for you. Na, dann lass dir das Auge rausnehmen. Prying I didn't need those druids in my business. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Ja, unbedingt. Well, that depends on the job. Removing a parasite is no small feat. But I like you, Petal. So I'll only ask for something small. One of your pretty little peepers. Das eine hast du schon verloren. Oh dear, you don't have one to spare. Terribly sorry, Petal. Was? But no deal for you. Was? Should you know someone with two eyes? Kriegst dein zweites Auge nicht. Regular problem. Send them my way. Nö. Auntie will sort out. Willst du das Dario schicken? Nee, ist es mir nicht wert. Killen wir sie. Wollen wir nochmal mit dir reden? Ah, du, nee, du wirst mit dir kämpfen. Jo, ich hab mich dazu entschieden. Das war mein Pakt, ihr wollt ihn nicht, also. Wo ist sie hin? Unsichtbar. Ich hasse unsichtbare Gegner. Kann ich die irgendwie angreifen, wenn sie unsichtbar ist? Aktuell nicht wirklich. Mach ich irgendwelche Tränke? Tank der Unsichtbarkeit 10 oder? Warum hast du mich angegriffen? Ich habe auf den Boden vor mir geschossen, weil ich gucken wollte, wo sie ist. Und Rotkappen, die können wir angreifen. Sind die von draußen oder? Wahrscheinlich, oder? Yep. Dann gehe ich schon mal nach draußen, vielleicht kann ich die mal. Ja, kann ich da was machen? Ah, hier. Ha, da ist sie. Ich lasse Karlach drin. Ja, die kann gleich die Hexe angreifen. Im Nahkampf. So nämlich. Ja, so muss das. Ich kämpfe draußen gegen die Rotkappen. Mach das. Ich hoffe, die sind nicht stärker als ich. Nee, das sind Rotkappen. Eine kommt rein zu die mir. Die sind nicht.
Ja, Rotkappen sind nicht schlecht, aber die sind auch nicht sonderlich stark. Du müsstest gleich wieder dran sein. Hag can't have gone far. Ja. Oder und sie ist abgehauen. Sie ist abgehauen. Sie ist abgehauen. Schade. Ich meine noch einige Sequenzen mit ihr gesehen zu haben. In ihrer Hexenform. In Videos. Ja, das. Die ist. Die kann noch ein bisschen was. Ja, die werden wir nochmal wiedersehen, oder was? Die sehen wir gleich nochmal wieder, ja. Können wir hier erstmal looten, wenn wir fertig sind. Falls wir es dürfen. Ich bin dran. Und die sind nach drinnen gegangen. Fantastisch. Die sind stark, meinst du? Hm? Das war solider Schaden. Das sind doch nicht schwer, die Gegner. Nee, aber die haben halt viel Leben für Feenwesen. Okay, so nicht. Schieß mal durch dich durch. Nötig. Kampfrauschen lohnt sich nicht mehr, würde ich sagen, oder? Nee, Kampfrauschen lohnt sich nicht für den Gegner. Spaß dir für die Hexe. Ja, mach mal. Dafür ist Stangenmeister nämlich auch gut. Und wenn du dir später Sentinel holst, dann kannst du sie an der Position auch festbrennen, quasi. Er steckt mit dem Kopf im Boden. Doch nicht gleich den Kopf in den Boden stecken, Leute. Was soll denn das? Du wirst gefesselt. Nee, ich werde gefesselt. Nö, du hast widerstanden. Alles gut. Wo ist denn der Wicht? Unten. Ah, da drüben ist er. Nee, kann ich nicht. Aber das kann ich. Oder auch nicht. Tja. Sonic ist niederstrecken. Ist zu weit entfernt. Du musst gerade auch. Ja, aber du kannst drauf schießen. Haben die irgendwas dabei? Nö. Wir müssen eine Rotkappe mitnehmen. Nee, lohnt sich nicht. Die Hexe nehme ich später mit. Die haben Schuftrollen. Oh, welche? Schriftrolle Person festhalten und Schriftrolle Schutz vor Gut und Böse. Person festhalten ist nicht schlecht. Ich kann mal Kanach die leichte Armbrust geben, die ich vorher hatte. Und hat's auch mal was Vernünftiges. Ich habe noch die Geschossfang-Handschuhe. Soll ich die vielleicht gegen die Handschuhe des krummelnden Verlierers tauschen? Nahkampfwürfen einen Vorteil, wenn er uns zwei oder mal. Wenn du möchtest, kannst du das gern tun. Aber Geschossfang finde ich immer so eine große, gute Sache, deswegen will ich den nicht behalten. Geschossfang du ist bist super tanky, was dein. Du bist super tanky, was dein AC angeht. Du brauchst keinen Geschossfang.
Ich nehme so leicht Schaden. Nein, du nimmst nicht leicht Schaden. Du hast. Theoretisch solltest du eine fette Rüstung tragen. Tue ich aus irgendeinem Grund nicht. Ja, 17, Rüstungsklasse 17, eigentlich tue ich das, aber. In den letzten Kämpfen bin ich immer. Ja, du bist sehr stark. Du bist natürlich ein bisschen getroffen, aber du hast auch super viele HP. 78. Kalach hat 100. Wo fängt ihr gerade ab? Ich komm mal dazu. Können wir hier irgendwas looten? Wollen wir im Haus noch looten gehen? Wenn du was findest, klar. Hier ist Tee. Dann loot den Tee. Aha. Okay, habe ich zum Lager vorreden oder schlecht dazu getan? Ich kann hier ein bisschen randalieren. Mach das. Wir haben heute eben unseren Mörder-Hobo-Tag, von daher, let's go. Was treibst du da hinten? Trank des Sprechens mit Tieren. Ah, sehr schön. Eine große Flasche. Ich ändere gerade das Spell-Setup wieder ein bisschen. Das was Spell-Setup? Dunkelsicht. Achso. Die Zauber. Die Spells. Wollen wir vorher eine lange Rast machen oder nicht? Wir sind doch voll, oder nicht? Hast du nicht relativ oft gesmited? Also hast du nicht viele Zauberplätze verbraucht? Ich habe nicht wirklich Zauberplätze. Doch, hast also, du. Für deinen Smite und dein ganzes andere Zeug. Psionische Überladung und konzentrierte Explosion ist weg, aber. Nein. Ich kann auch ohne kämpfen. Das, aber du hast oben auch noch sowas wie Stufe 1 Zauberplatz, Stufe 2 Zauberplatz. Ja, die habe ich aber nicht benutzt. Ach, du hast gar nicht so oft niedergestreckt? Okay, ich bräuchte nämlich eine, weil Astarion ist relativ down. Aber wir können eine lange Rast machen, wenn du das willst. Ja, komm, dann machen wir. Lass mich hier noch looten kurz. Machen wir doch einmal. Ich habe hier noch ein schönes Buch. Niemals. Und wir haben jetzt auch noch ein bisschen leckeres Essen. Und auch nicht so leckeres. Ein bisschen Weißbrot. Wir haben noch einen gebratenen Zwerg im Lager. Ich nehme hier noch ein bisschen Lagervorräte mit. Später werden wir es brauchen. Hier ist eine verschlossene Tür. Oh, wo ist die verschlossene Tür? Die ist nicht mehr verschlossen. Ah. Ich habe sie geöffnet. Kleiderschrank, in dem ein Heiltrank ist. Ich habe 3 Melonen. Okay. Soweit bist. Ja. Ich noch Redebedarf. Ich rede noch mal mit Kalach. Sad. I couldn't let myself feel sad in the hells. Letting my guard down would have been a death sentence, and letting, say, a Cambion near me would have been disastrous. I thought it best to just to
Wo hast du denn gerade gesehen, wie die Charaktere zueinander stehen? Im Inventar, unten. Im Inventar? Where would you start? Würde ich so lange küssen, wie ihr mich lasst, ich würde euch befehlen, euch anderen auszuziehen und damit dann weiterzusehen. Ich würde zunächst jede Kurve eures Körpers mit meinen Fingerspitzen nachfahren und eure Hand halten, Hand in meine nehmen. Jetzt nicht das Falsche sagen. All night and then some. Gods, we better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Ja. Hey, was? Du hast abgebrochen. Wie wär's mal mit nicht viel zu viel nehmen, danke? Erstmal 50 statt 40. Ja, also echt. Hm. Ach, nimm doch erstmal alles. Weißt du was? Ich versuch mal das mit dem Alkohol. Ja, einfach nur Alkohol nehmen. Du musst dann Achievement kriegen, falls du es noch nicht hast. Nur Alkohol zum zu lange Rast nehmen. Ich habe das Achievement schon, weil ich es mal gemacht habe. Und du meinst, du hast das noch nicht. Es passiert nichts, es passiert absolut, du hast keine Animation oder so, es ist näher. Du kriegst ein Achievement für. Oha, ich habe ein Elbär-Baby. Bei mir. Ja, es hat funktioniert! Hast du das Achievement bekommen oder was? Nein, das mit dem Olmbär hat funktioniert. Mit Tieren umgehen. Mhm. Müsstest das sollte ich jetzt nicht verkacken. Proficiency drin haben. Ah. 22. The cub tilts his head. He does not trust you. Yet. Etwas Nahrung aus der Tasche holen, auf Abstand bleiben, dich nicht an ihn angreifen. Gil ist einverstanden, dass Dawn sein Schattenherz. Kadok ist einverstanden. Aha. Alle sind einverstanden. Dem Eulenbär das Futter zuwerfen, die Nahrung hinhalten, die Nahrung essen. Das wär's. Hier hast du es, Nom. He takes a hesitant step toward you, his beak chittering hungrily. My gods! Look at his little beak! Oh, come here, you doll! Alarmed by your companion's approach. Ach Mensch, Kala. Das ist wieder so typisch, Kala. Scared it off. Poor little beaky fella. Das ist einfach so typisch, Kala. Du hast es versaut, weil Kala im Team ist. Yes. Ah, schön. Ist das jetzt weg oder was? Ist nicht mehr im Lager dabei oder ich was? Ich glaube ja. Ich ach glaube du Scheiße. Ja. Na super, Kala. Ist ja geil. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Wo ist das der jetzt weg? Kill was von uns. Das sind auch noch zwei weitere. He gives in and surrenders his find to you. Hey, Trank hast du. Mhm. Schade. Haben jetzt das Ölbärenleben nicht dabei? Offensichtlich nicht, weil du Kala im Team hast. Oh Mann. Ja, die Sequenz war saulustig. Oh Scheiße, ich wollte das im Lager haben. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es in der nächsten Nacht wieder. What are you thinking about? Na gut, töten wir eine Hexe. Töten wir eine Hexe. Where would you start?
and put it somewhere interesting. Gods. Ich guck mal, ob ich mit wem noch reden kann. Hat Schattenherz noch was zu sagen? Ich hol mal noch ein Skelett. I had another dream. Which, I suppose, means you did as well. Whoever's reaching out to us truly does seem opposed to the Absolute, but wants us to embrace the Tadpole. Venture right into the heart of the cult. Perhaps we truly have a secret protector. Or we're walking into a trap. On one hand, they seem useful. I never expected Seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Ich überzeug hier gerade Schattenherz. Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. I just hope we don't come to regret it. Ich finde ihre goldene Rüstung immer noch sehr passend zu Schattenherz. Fine. What's on your mind? Können wir ja irgendwann ein Clownskostüm anziehen. I suppose some would commit. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own. I must have. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. Okay. Ah, Helson ist hier. Ja, wie gesagt, dem ist egal, was wir jetzt tun. Er ist mental schon in Akt 2. Another dream. And it's another pervert. You've no idea what damage it could do to us. How far into a lift battles are won, and there will come. Mark, you might as well. The mere suggestion is an insult. Ich überzeuge nochmal. Nee, so. Oder auch nicht. Oh! Netz 20. Eine Seele findet die Laufen jetzt auch gut. When the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, it won't hear my scream. My faith in Vlagith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. So wird es nix. Ah, Mist. You're wasting your time and mine. The answer is no. Schade, sie ist doch nicht auf unserer Seite. You wish to speak? I stuck a drug. Hideous, but fascinating. Well, what kept? I studied the shadow curse for years. Wenn den Schattenfluch dann irgendwann auch brechen würde, dann. Once we near the curse, I'll miss my books. That I can find all the way. I'm sure something will come to me. Kriegen wir das dann im zweiten Akt hin, das Portal zu verteidigen, oder? Im zweiten Akt werden wir sowieso sehr viel speichern und neu laden müssen. Allein die Entführung von der einen müssen wir uns entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Und dann halt Helsin. Entführung von wem? Von der einen am Anfang, also relativ am Anfang, die das Gasthaus beschützt. Und die wird doch nicht entführt. Doch. Von den Schattendingern. Ach, von dem einen Typen, den habe ich abgeschlachtet. Den habe ich dann. Ich auch, aber erst nach dem 27. Versuch oder so. Beim ersten Versuch habe ich den abgeschlachtet, der war nicht schwer. Ja, in deinem Schwierigkeitsgrad nicht. Den kriegen wir. Na doch, das war schon, ich erinnere mich, das war schon ein bisschen übel, aber das war machbar. Ich glaube, es war auch der zweite oder dritte Versuch, aber es war der erste Versuch, war ein bisschen Übertreibung, aber der war machbar. This
is my personal playhouse, and you don't have an... Has that Riddler eaten your brain already? Leave. Oh, you'll end up in tonight's stew. Most of it, Muzzy. We'll go nicely with Mayrina. She's already marinating. Hier können wir jetzt noch ein bisschen Spaß haben und gucken, was die alles für Scheiße gebaut hat. Ja, ja, wir können uns jetzt ein bisschen umgucken und checken, was hier alles für Zeug gemacht hat. Das kenne ich alles schon. Deshalb viel Spaß, dich umzugucken. Hey, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Weil du im Gespräch bist mit irgendjemandem. Ich war eigentlich nicht im Gespräch. Okay, weird. Ich weiß auch nicht, mit wem du gerade im Gespräch bist, aber ich höre dir zu. Mit der Tür. Aha. Ich sehe nichts. Hängt irgendwie. Du müsstest jetzt. Ich häng fest. Schön. Ah, ja. Two paladins and a cleric marching through the door. Shrouded in the glow of the divine, weapons brandished. Wir sehen das Schicksal von dem. The hag's lair. The door twitches, but stays firm. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Ah ja, es ist so eine... Es ist also keine solide Wand. Ja, du kannst hier? Jetzt hier erstmal mit allen... Du kannst mit allen Sachen hier jetzt erstmal interagieren. Wir haben hier... ein Zwerg. Nein, das ist Auge. This poor dear wish never to lay eyes on her family again. Ich hätte ein bisschen Geld dabei und einen Ring. Die blinde Elfe. My darling Matt, she wished for this poor dear wish never to lay eyes on her family again. Moment, ich hab grad ihren Kopf geklaut. Null. Ich wusste nicht, dass das geht. Das kann man bei Kader auch machen. Wenn man sie nicht mit ins Team nimmt. My sweet Callum, whose beloved husband is beautiful. As you edge closer to the mirror, a pale face. Ich klau einfach jetzt alle Sachen, die der Hexe gehört. Ich bin gerade mit einem Dialog in den Spiegel. Slam against the mirror's surface again and again. Aha. See the shadowed outline of a figure. Okay, du hast einen Schädel geklaut. Mhm. Willst du noch die Suppe klauen, die dort im, in der Mitte steht? Ich habe einen Schluck genommen und habe gesagt. No, thanks. Ja, müsste doch irgendwo Masken liegen. Hier ist Lorien, der lebt noch. Nicht mehr lang. Ich guck mal, wo die Masken sind, dann kannst du mal einer davon aufziehen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Glaub mir, willst du, kriegst als Paladin einen extra Dialog dafür. Das ist in Ordnung. Zumindest wenn ich die irgendwann mal finden sollte. Me dead, ja, dead, flesh rotten, bone shining. Aha. No future, bone splitting, knife twisting, skull screaming future. Gods, don't hurt me. Oh, please.
Please. Please, please, please. Nicht alle sehen aus wie ihr, Elf. Ich ist schockierend, ich weiß. No! Stop! Trick! 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 The Monster! Monster! Willst du mal mit ihm reden? Du bist ein Elf, oder? Stop! Stop! Make it stop! Ich hab dir eine Flüstermaske ins Inventar, die darfst du jetzt gern mal tragen. Willst du mal mit ihm reden? Vielleicht bringst du ein bisschen mehr. Kann ich mal versuchen. Tay, der Herde, Tantchen Evil sagt Hallo, Schätzchen. Soll ich die wirklich tragen? Ja, du kannst als Paladin deinen Eid rezitieren und es passiert nichts. Aha. Hello, Petal. My, the mask suits you. Just relax. See the world with fresh eyes. And let your dear old Auntie Ethel look after you. Kannst du deinen Charakter noch kontrollieren? Ich glaub nicht. Ich konnte meinen Charakter nicht. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht drauf reagieren. Nein, ich bin jetzt böse. Danke dafür. Ja. Na, das war ja super. Jetzt bin ich böse. Danke dafür, Modi. Bist du sicher? Don't worry. Du hast eine private Unterhaltung gerade bei mir. Charisma, dich auf deine Eid konzentrieren, während du versuchst, die Fettler aus dem Kontrolle abzubringen. Jetzt muss ich eine 15 genau schaffen. Das, tun. Das kann schief gehen. Das ist schief gegangen. Okay, ich bin böse. Nice. Viel Spaß mit mir. Ich komme eh nicht an dich ran, gerade. Ja, ich bin jetzt böse, ich bin jetzt dein Gegner. Gehörst der Vettel, danke dafür. War ja großartig, danke. Es hätte funktionieren können, es ist ein Unique-Dialog, keine Sorge, ich kann dich wieder zurückholen. Jetzt habe ich die Beschwörung aufgegeben, danke. Ich kann mich gerade selbst nicht steuern. Ich kann Karlach steuern. Ich will mich nicht angreifen. Was mache ich denn? Wie kriegen wir mich daraus jetzt wieder raus, Modi? Ich versuche einen. Skip halt deinen Turn und ich versuche dir mit Hand zu helfen. Diese Scheiße. Ich greife jetzt gerade an. Fantastische Idee. Hast jetzt ein Paladin gegen dich. Viel Spaß. Warum mach ich auch, weil ich. Dann höre ich auch auf dich, Modi. Wie gesagt, du. Weil das den nächsten Kampf dann geskippt hätte, wenn es funktioniert hätte. Und jetzt hat es einen Kampf verursacht. Ja, cool. Und ich komme nicht an dich ran, weil dein Charakter sich auch noch klug platziert hat. Tja, kann ich nichts machen. Ich kann ihn nicht steuern. Ja, das ist schön. Ich kann auch nichts machen, weil dein Charakter sich dachte, hey, ich stelle mich in die Tür, sodass ich nicht angesiedelt werden kann. Soll ich den töten oder soll ich mit Karnach draufhauen? Guck mal, ob du einen Taschendiebstahl machen kannst. Oh mein fucking Gott. Du kämpfst gegen einen fucking Paladin. Viel Spaß damit. Das ist egal. Paladine sind auch nicht stärker als andere. Ich werde dich jetzt halt niederstrecken. Dann töte mich halt und hol mit Lazarus mich zurück. Ja, ja. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Der Versuch war immerhin da. Soll ich mich jetzt auch niedermetzeln oder was?
Mach einfach, dann holen wir dich wieder. Finde ich ja großartig. Jetzt müsstest du in dein Inventar gehen können und dann. Kannst du mich wiederbeleben? Vielleicht kannst du mir ja hochhelfen. Vielleicht hilft ja. Das dann. Vielleicht hilft das ja was. Könntest du vielleicht erstmal deine Maske abziehen? Ja, wenn ich das kann. Geh in dein Inventar und zieh die Maske aus. Kannst du dir gerne aufziehen? Ich habe sie dir gegeben. Nee, habe ich nicht. Kannst du mich mal wiederbeleben? Nein, das bringt nichts, weil du bist immer noch von der Maske betroffen. Gut, ich mach mal. Ich hab die Maske abgelegt. Du hättest mich auch wiederbeleben können. Die Maske war aus. Verdammte Scheiße. Nein, gut, ich nehme sie einfach mal aus dem Inventar. Es wird mir immer noch angezeigt, du hast Rettungswürfe die ganze Zeit. So, dann belebe ich dich jetzt wieder. Moment. Was soll der Scheiß? Hallo, hier. Wiederbelebt. Und du bist wieder voll, so ziemlich. Boom. Yay. Was für eine Schnapsidee. Setzt die Maske. Wir können auch nochmal einen langen Rast machen, wenn du alles wieder haben willst. Setzt die Maske auf, hat er gesagt. Wie gesagt, wenn du ein Ei dreht, sieht es so aus, als den gesamten nächsten Kampf geskippt. Außerdem hattest du eine Sequenz, die du sonst nicht gehabt hättest. Ich habe ihn mal erlöst. So. Das ist gut, dann kann ich ihn gerade wieder als Skelett holen. Dann haben wir gar nichts verloren. Außer ein paar Zauberplätze, aber das passt. Ich habe ein Gespräch mit der Tür begonnen. Crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through. Not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him. Was ist eine andere Sequenz, die du noch nicht hattest? She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric watching through the door, shrouded in the glow of the divine weapon's brand. Ich geh schon mal durch die Tür. You let them in? Naughty. The door stays subtle, flickers, and you realize that the door is transparent. Ich schüchtere die Tür ein. Oder auch nicht. Nein, doch. The door shudders, imagining its wooden frame cracking and splintering. You see the hag with a jerk. Kann ich jetzt mal hier durch? Sehr schön. Und du bist schon im Kampf gegen die Hexe oder was? Nee, nur gegen die Minions. Maske des Schreckens. Was geht denn bei dir vorne, du Tag? Ich bin am anderen Ende des Raums. Ach, die haben jetzt alle diese Masken auf. Kannst du gerne einen Ende davon aufsetzen, Moni? Ich habe nicht die Möglichkeit, dass es überhaupt jemals funktionieren kann. Wie gesagt, ohne hätten sie dich erkannt als Verbündeten und hätten nicht angegriffen. Wenn das mit dem Eid funktioniert hätte. Wenn ich nicht so scheiße gewürfelt hätte, hätte das auch geklappt.
Ja, deshalb habe ich dir die Option gegeben, weil das ist ein unique Dialog für Paladine. Du, dass ich kein Würfelglück habe. Kanaks Wurf geskippt. Was war denn das? Kanaks Runde geskippt. Offensichtlich hast du Kanaks Runde geskippt. Das ist ja fantastisch. Na gut, das ist deine Schuld. Komme ich da irgendwie hoch zu dem? Aber ich kann von unten töten. Sehr schön. Dann komme ich mal hier hinter. Kann ich hier irgendjemand angreifen? Nö, kann ich nicht. Ah, hier oben ist jemand. Den könnte ich angreifen. Nicht genügend Bewegung. Dann halt nicht. Mach du ihn alle. Kann ich nicht. Skelett ist nicht schnell genug. Ist nicht schnell genug. Er könnte treffen. Mhm. Und wo hast du jetzt die Sache mit der Freundschaft gesehen? Ha, was für Freundschaft? Du hast gesagt, im Inventar war da irgendwas. Und ich habe endlich das Zauberbuch gefunden. Yay. Du hast vorhin gesagt, dass das Astarion dir mehr vertraut als anderen. Du guckst ins Inventar von deinem Companion und dann steht da unten Zustimmung. Mhm. Zustimmung. Beziehungsweise ist mittelmäßig Vertrauen des Kampfes, dass es den Avatar ist, variabel. Beziehungsweise neutral. Keine starken Empfindungen. Ist mehr zu mir als zu dir. Okay. Das Taren kann ich aber nicht. Ja, ich kann seine Inventar kann ich aber auch nicht sehen. Ich ins Inventar gucken kann. Oh. Eine Flüstermaske. Willst du die mal aufsetzen? Wie gesagt, nein, es bringt bei mir nicht mal die Option, dass ich es schaffen könnte. Kann man die Gegnern aufsetzen oder so? Lohnt sich die mitzunehmen? Dass man die mal irgendwie machen? Nein, lohnt sich nicht. Ja, ich komme hier nicht durch den Wasser. Doch, du kannst springen. Hier mitten rein in die Explosion. Cool, bei dir auch. Weil mein Charakter ist offensichtlich wirklich dumm. Alter, was steht der denn da jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Komm, kann Hallo, er auch noch rüber. Alter. Boah, Digga. Sieht so weit entfernt. Ah, sehr schön. Wo geht's jetzt weiter? Nach unten. Durch das Gift durch. Ja. Oder auch nicht. Wenn man hüpfen kann. Minus 1 für das MTV. Und das mache ich mal lieber nicht. Cool.
Alter, wie viel Schaden kriege ich denn hier? Scheinbar genug. Geht Karla auch noch nach, oder? Oh nein. Nee, die ist da oben. Ja. Minus 13 TP, nee, vergiss das. Mein dummer Charakter kommt noch mit hoch. Dann gehen wir mal gemeinsam. Sag mal, kommst du jetzt mal? Geht's jetzt hier weiter? I'd love to, thanks. Ach, fantastisch. Ich hab mich schon wieder mit Heiltränken vollgeheilt. Ich bin halb tot. Ich bin mehr als halb tot da unten angekommen. Jetzt hier weiter oder wo? Ja. Ist Karnach mit dabei? Ja, die ist dabei. Sehr schön. Eine kurze Rast haben wir nicht mehr. So. Weiter geht's. Können wir sie irgendwie befreien? Wenn du Wasserflaschen hast, dann ja. Hab ich. Ja, hab ich, aber. Wirf sie auf das Zeug. Ich hab eine große Flasche. Ne, Wasserflaschen habe ich leider gerade nicht dabei. Und du hast doch einen Wasserfluch, oder nicht? Nein, ich habe keinen Wasserzauber. Hast du ihn wieder verlernt, oder was? Ich hatte nie einen. Hä? Hast nicht in der. Ich habe einen Eiszauber. In der Villa. In der Villa hast du doch irgendwie. Ich habe einen Eiszauber. Hm. Das müsste auch gegen Feuer helfen. Oder nicht? So ein Mist. Mach mal den hier. No surrender. Kampfrausch 1 bis 6 Energieschaden. Geworfen und leicht. Sie stirbt jetzt da dran. Schade. Also wir sind ja heute eh auf tot aus. Ach, schade. Dann muss ich halt noch mal ein Fernangriff machen. Die Fernangriffe bringen irgendwie gar nichts. Warum bringen die gar nichts? Warum sind das nochmal Fehlschläge? Ich hasse das. So, Karla.
Auf geht's. So nämlich. Die ist schon fast tot. Nicht gerade auch angreifen. Habe ich nicht, ich habe die Vettel anvisiert. Wenn sie im Radius war, dann kann ich da nichts für. Wait! Oh, wait just a tick! Kranach hat das Gespräch. It's a waste of time. I find a way to return. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this? I have something you want. Was ich will, Marina, lebendig und frei, ich höre. In der Tat, ich nehme euren Kopf und stecke ihn auf einen Spieß. Aber ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich höre. Ich würde mal gern wissen, was sie anbietet. Ich will gerade auch nicht verlieren. And I'll give you power. You want to be stronger, tougher, smarter? Warum ist sie denn jetzt draußen? Anything is possible. Just let me keep the girl and her babe. Trading some wealth we just met for impossible power. It's a fine deal. It's your choice, sweetness. Ich würde sagen, das nehmen wir, oder? Alle Abilities plus eins? Dafür ist dann Karnach verhext. Sie ist nicht. Ich habe Remove of Curse dabei. Alles gut. Den Fluch kriegen wir weg. Weißt du was? Mach mal einen Schnittstamm, Baba. Wenn der letzte Rat, den du mir hier gegeben hast, sehr hilfreich war. Ich kenne diese Sequenz nicht. Ich habe sie einfach schneller getötet. Täuschung, die Verstärkungslichter. Gebt mir das Mädchen und die Kräfte, dann verschone ich euch. Entweder kriege ich alles oder ich gebe mich mit eurem Leben zufrieden. Das Mädchen überlassen, warum? Ja gut, hat nicht geklappt. Not a hope. It's one or the other. Dann nimm die Kräfte. Wieso sollte ich? Weil das super stark ist, alle Abilities plus eins. Außerdem können wir sie dann nachfüllen. Was für Kräfte? Alle Abilities plus 1. Das sagst du jetzt. Wir werden in allem stärker. Da bin ich vorhin im Text. Abilities go plus 1. Da bin ich verflucht dann wieder und dann ist Karnach ein Feind und eine böse Hexe und dann. Remove Curse habe ich. Ja, kriegen wir weg. So wie ich mit meinem Paladin-Spruch, dass die Maske wegkriege. So kriegen wir das wieder weg. Ja, aber da muss dann nicht drauf gewürfelt werden. Remove Curse ist einfach ein Zauber, der funktioniert. Das ist kein Thema. Flüche sind irrelevant. Aber entscheid du. Ich bin verdammt, dass ich auf dich höre. Oh, es ist nur der Talisman. Hm. Wow, das hat nichts gebracht, dass wir das gemacht haben. Nein. Doch, der ist ziemlich stark. Das ist das Item, was du normalerweise durch den Pakt oben hättest kriegen können. Ein Rat, den mir Mordi gibt, bringt nichts. Was für eine Überraschung. Wie gesagt, ich kenne die Sequenz nicht. Du kannst auch neu laden und dann killen wir sie einfach so. Nee, kann ich nicht, weil ich vorher nicht gespeichert habe. If I ever see you again, you'll have a tentacle for a tongue. Bye bye, Petal. Okay, jetzt kann ich mir einen Fluch aussuchen. Karnach. Was hast du denn bekommen? Ich kann es noch nicht ansteuern. Ich habe hier irgendwie ein bisschen. Ich sehe es irgendwie nicht. Tantchen Eves Haar. Und dieses Stück Feenfleisch ist, erhältst du einen dauerhaften Bonus von plus 1 auf Weisheit. Tantchen Eves Haar eine Stärke. Konstitution. Oh, Geschicklichkeit. Intelligenz oder Charisma. Darf ich eins davon aussuchen? Du darfst einen. Okay, das ist quasi ein Free Level Up. Das ist tatsächlich sau stark. Was wäre für Karnach jetzt das Beste?
Stärke. Wie ist Barbar? Stärke. Ah ja. Okay, sie ist überraschenderweise doch nicht verflucht. Natürlich nicht. Das ist... Mit dem Fluch ist jetzt nicht zu rechnen gewesen. Das Geschenk von der Hexe, das kann ja bestimmt nicht böse sein. Da wir sie sonst umgebracht hätten, nein, wahrscheinlich nicht. Das ist halt saustark. Wobei, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn wir es gewartet hätten, bis sie 20 hat, dann wäre sie auf 21 gegangen, aber dafür gibt es auch andere Items. Kann ich gerade auch in den Käfig sperren? Vielleicht. Nee, kann ich nicht. Schade. Jetzt haben wir auch das harmlose Mädchen getötet. Ja, wir sind ja eh heute Mörder-Robo. Ja, die bringt sowieso nichts. Die ist irrelevant. Die haben wir heute eh schon genügend Leben auf unserem Gewissen. Also. Ja. Ich habe hier drin mal schon gelootet. Ich habe einen Haufen Hexen-Alchemie-Zeug. Okay, hier leuchtet irgendwas. Der Pilzring. Ja, ich kann. Soll ich da mal reingehen oder? Zeit und so weiter. Ja, ja, den Pilzring kannst du reingehen. Ja, das ist nur da draußen. So, Hex haben wir geschafft. Wo als nächstes hin? Keine Ahnung, aber ich habe mal den Zombie mitgenommen. Aber wir haben ihre Leiche nicht, oder? Nee, wir haben ihre Leiche leider nicht. Deshalb habe ich mir den Zombie als Alternative mitgenommen, der hier drin lag. So, und hier soll es angeblich noch unten ein verstecktes Gebiet geben, irgendwo. Ich komme hier nicht mehr raus. Aus dem Pilz? Ich hab die Leiter kaputt gemacht. Hier gibt's noch was bist zu finden oder was? Hier oben in der Hütte. Ja. Wie gesagt, hier soll es angeblich noch ein verstecktes Gebiet unten geben. Okay. Sollen wir da jetzt lang? Ich muss aber selber gucken, wo das sein soll. Ja, ich guck mal eben, wo es ist. Ich komme hier aber nicht mehr runter. Ich müsste jetzt oben lang gehen. Du kannst auch nochmal durchgehen und dann kurz Dingens. Aber das sieht nicht so aus, als würde es da irgendwas gehen. Geben. Ich weiß, wie gesagt, ich habe gehört, dass es da noch einen Kampf und Zeug geben soll. Ich randalier hier mal ein bisschen. Hier, Sanctuary. Mach die Hexenhütte kaputt. Okay, kleine Inseln sollen es sein. Aha. Und mit der Quest Investigate Kaka hätten wir auch dahin gehen können. Also hinkommen können. Und Trank der mächtigen Heilung. Oh, das ist doch nett. Ein Tee und eine Flasche. Ich habe hier noch ein bisschen was in der Hütte gefunden. Rotkappen. Der Sumpfgras bei sich.
So, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Wie gesagt, ich guck gerade ins Underdark, oder? Hier gibt's einen Brunnen. Vielleicht können wir da reinklettern. Okay, da unten müssen wir hin. Okay. Fetid smell assaults your nostrils. Ich gehe mal kurz zum Teehaus am Fluss, dann erkunden wir weiter und dann habe ich tatsächlich einen Weg gefunden, wie wir zu dem Dingens da kommen, zu dem geheimen Ding. Dann haben wir soweit alles hier oben gemacht. Vom Brunnen trinken ist, glaube ich, keine so gute Idee, oder? Doch, das gibt dir Heilung und ich glaube Bonus Temp HP. Rettungswurf gescheitert, überleben, na toll. You feel stronger, faster, better. Aha, hat jetzt irgendwie nichts Sichtbares gebracht, aber okay. Ich komme auch mal eben hoch und dann gucken wir, ob es bei mir was bringt. Moment. Mir wurde nur gesagt, dass ich mich stärker fühle irgendwie. War sichtbar, war da jetzt. Und jetzt kann der wieder abbekommen oder so. Doch, du bist erfrischt. Dein Trefferpunkte-Maximum ist um 10 erhöht. Aha. Okay, hier gibt es noch was zu erkunden. Da waren wir scheinbar noch nicht. Ja, wie gesagt, ich gucke gerade alles mal durch. Siehst du meinen Quest, meinen Marker auf der Karte? Ja, den du gerade gesetzt hast. Da wollte ich auch gerade hin. Da haben wir noch einen schwarzen Fleck, deswegen könnten wir da nochmal gucken. Ansonsten. Wie gesagt, das ist auch der Ort, der uns noch fehlt und danach können wir ins Underdark. Nee, wird man nicht über den Berg... Im nächsten Stream können wir dann ins Underdark. Wird man nicht über den Bergpass? Ha? Wird man nicht über den Bergpass gehen? Ja, aber wir machen. Das Underdark ist ein komplettes Gebiet. Mit Quests und allem und du musst nicht in Akt 2 gehen, damit du da drin bist. Wollen wir nicht erstmal den Bergpass und dann ins Underdark, oder? Nein, den Bergpass kannst du nur machen, wenn du nach Akt 2 gehst. Ah, okay. Deshalb erst Underdark, dann Bergpass. Den schaffen können wir vielleicht heute auch schon anfangen. Wenn das da nicht zu lang dauert. Ich glaube, es dauert zu lang. Ich würde ganz gern dann demnächst auch zu Ende machen. Ist doch erst 21 Uhr, Modi. Ja, deshalb. All bis Mitternacht. Schaffen wir doch noch. Nee, das ist mir zu lang. Heute ist mir das zu lang tatsächlich. Okay. Also komm mal runter ins Eck. Wir haben erst 3 Stunden gleich, also das da. Ein bisschen würde ich das noch spielen. Standard Streamtime. Ja, aber wir haben doch sonst immer 5 oder 6 Stunden gemacht, also. Ja, sonst immer. Wie gesagt, es gibt heute auch noch Sachen, die ich mir angucken wollte. Zu Ende und außerdem habe ich die Woche sehr wenig geschlafen, das heißt, ich bin auch saumüde. Ja, ich auch, aber ja. Wir brauchen schon Schlaf. Ja, hier ist das Heiligtum und hier können wir noch ein bisschen kämpfen und Sachen looten. Ja, es ist dann für den Stream schon ein bisschen schade, aber wenn du meinst, 3 Stunden reichen. Ich kann dich zu nichts zwingen. Ja, heute bin ich halt wirklich saumüde. Gerade am Wochenende kann man mal. Alleine Wetter spielen. Das ist schön, dass du am Wochenende besonders viel schlafen, besonders lange wach bleiben kannst. Schlafen. Du machst ja auch nur irgendwas mit Medien. Ich arbeite richtig. Ah ja. So, haben wir das auch? Haben wir das auch gemacht? Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Alleine weiterspielen wäre auch keine Option, oder? Wäre halt schade für mich, aber wenn du weiter unbedingt allein weiterspielen willst, dann darf schon alleine weiter. Allein weiter. Dann würde ich den Charakter halt schade, aber es soll mir egal sein. Vermutlich. Naja, mal schauen. Wo sind denn die? Ich erreiche die von hier aus gar nicht. So ein Trick. Ja, die kommen gleich, alles gut.
Ich könnte die durch den Baumstamm erschießen. Merkwürdig. Haben wir dann hier alles auf der Oberwelt erkundet, oder? Ja, haben wir. Gibt es da noch irgendwas, was da... Hier gibt es noch einen Bereich auf der... Ja, gibt es noch? Achso, ja, das bisschen. Wir können mal gucken, ob da irgendwas... Beim Goblin-Lager gibt es da noch ein bisschen... Ein paar schwarze Fleckchen. Oh ja, steht da oben. Das ist Gebirge. Bis zum Gebirgspass können wir noch gehen. Was ist denn das da? Oh, wir haben noch nicht mit dem einen Typen beim brennenden Haus geredet. Dann machen wir das vielleicht noch. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine Quest, die offen ist. Dann kriegen wir heute noch das Akt 1 fertig, also das Oberdark. Und dann. Ja. Nächstes Mal ins Underdark. Ja. Kann ich irgendwie, ja, hier, den kann ich. Nee, kann ich nicht. Bringt, ich lass die Gegner erstmal rankommen. Kann ich eh nicht. Holzwald. Holzweit. Was sind denn das für Gegner? Holzweit. Sowas wie Ent. Mhm. Also lebende Bäume. Okay, warum? Weil ich noch nicht dran bin. Okay. Soll ich auch nicht jucken, wer es ist. Wir müssen so nah abmorsen. So, was kann ich denn schmeißen? Eine giftige Schleimbombe kann ich machen. Jetzt kann ich den Mann greifen oder auch nicht. Mehr oder weniger. Hey, so mein Gegner. Das war mein Kill. Nicht mal die Kills überlässt er mir mehr. Nein. Bah. Ist aber nicht nett. Wurde voll gematscht. Bah! Widerliche Dinger. Kriegst die letzten beiden noch hin? Zwei sind es nur noch. Zwei, eine anderthalb. Da war es noch er. Nein, nicht looten.
Wir müssen wieder den Kill. Fantastisch. Ja. Holztor, was gibst du? Funkelhände, du wolltest. Oh, waffenlos. Okay, gut, das brauche ich. Ah. Verdrehter Ast, Gewebemoos und Holzränder. Verdrehter Ast ist tatsächlich eine Waffe. Mit 4 bis 7 Schaden. Ist eine Wuchtwaffe. Willst du eine Wuchtwaffe? Ich hab schon eine Wuchtwaffe, aber ja, schieb mal rüber. Ein Vertreterast. Das hier ist gut für dich. Du willst doch auf Blitzzeug gehen. Dann habe ich dir jetzt gerade mal Blitzhandschuhe gegeben. Nee, jetzt ja nicht mehr. Aber Blitz wäre. Blitz wäre schon schön, weil ich ja auch als Drache den Blitzatem habe. Ja, du hattest doch noch Schuhe, die dir irgendwie Blitzladung geben, oder? Flinke Funken. Ja, dann hast du jetzt noch Handschuhe. Dann hast du jetzt noch Handschuhe und bist effektiv gegen Konstrukte. Leite Schläge bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger 2 Blitzladungen. Effektiver Leiter. Ja, was war die Wuchtwaffe, die du mir gerade reingezogen hast? So ein verdorrter Ast irgendwie. Kannst du als Waffe benutzen. Ein verdorrter Ast. Oder Krummer Ast oder irgendwas mit Ast war das. Ich guck mal. Ach, verdrehter Ast. Okay, alles klar. Ja, ist leider nichts Besonderes. Gibt's noch irgendwas Spezielles bei denen? Nee. Oh, der hier hat ein Schild. Ein Waldweitschild. Ein fesselnder Schlag des Waldweit. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn du ein Schild nehmen willst, nee, mit deiner Stangenwaffe, dann... Kann ich ja gar nicht. Doch, dann hast du halt nicht zweihändig. Plus 2 Rüstungsklasse. Ja, aber ich kann keine Schilde tragen. Ja, nö. Ich habe Essen gefunden. Sehr schön. Dann würden wir nochmal hier irgendwie mal den Fleck erkunden. Und da gibt es noch was Unerkundetes hinten. Auf dem Weg zum Komplettlager. Jetzt noch ein schwarzes Fleckchen. Ah, ich habe Wasser gefunden. Hätten wir hier in der Oberwelt alles gemacht. Oh, hier gibt es noch ein helles. Komplettlager wollten wir. Hier gibt es irgendwo noch was. Da drüben, da leuchtet ein Baum hell auf. Das ist irgendwie. Wo leuchtet ein Baum auf? Wenn wir jetzt hier lang gehen. Da drüben ist ein leuchtender Baum. Ich weiß nicht, ob das dort irgendwie noch was bringt. Dann führ mich hin, ich weiß nicht, was du meinst. Geh mal grad hin. Vielleicht waren wir da auch schon. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Weiß nicht, ob da noch was. Hier ist nichts. So, den Baum meinst du? Ja, der ist einfach nur interessant beleuchtet. So, dann mal. Im Tierhaus gibt es noch eine Quest. Warum ist da noch. Warum ist das Tierhaus noch markiert? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal zum Tierhaus. Und guck mal, was da sein soll.
Gibt es noch irgendwie einen Questmarker? Haben wir da irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht, ich guck mal. Sehe ich jetzt nichts mehr. Teller können wir noch aufheben. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, die Quest scheint einfach nur verbuggt zu sein. Okay. Und da oben drauf kommen wir, glaube ich, nicht. Da unten waren wir ja auch schon. Hinterm Ofen waren wir. Ja, wie gesagt, scheint nicht wirklich was zu sein. Ich habe ein Haushaltsgebet. Okay, dann dort auf der Map noch. Den schwarzen Fleck erkunden. Du meinst noch irgendwas mit, mit irgendjemandem, den wir noch nicht getroffen haben? Ja, oben beim brennenden Haus. Der Typ scheint jetzt endlich mit uns reden zu wollen. Okay, was und was gibt's hier bei dem, wo ich die Questmarke markiert habe? Hm? Gibt's hier noch irgendwas? Da ist nichts, das ist Berg. Das ist Berg. Eventuell gibt's noch was, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Okay, gibt's eine Abkürzung, die ich da nehmen kann? Ich kann vom zerstörten Dorf ausgehen. Keine Ahnung, bei mir wird gerade jede Falle ausgelöst, die irgendwo auf dem Weg sein könnte. Mhm. Weil wir drei hier einfach hochintelligent sind. War das nicht da unten, wo wir Karlach kennengelernt haben? Oder wo war das? In Karlach war ganz woanders. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal Essen gefunden. Dann nimm mit. Ich bin dabei. So, in die andere Richtung. Es macht einen und da will ich nicht hin. Hier irgendwo müsste das sein. Erstmal mit die Brücke hier. Ich bin schon. Ich gehe schon. Wo geht der hin? Okay, Typ geht. Mein Charakter geht offensichtlich gerade irgendwo hin. Ja, wir müssen hier über die große. Das Ganze mal. Müssen nochmal Richtung Goblin-Lager. Das ist am Goblin-Lager lang. Er ist offensichtlich schon auf dem Weg. Ah ja, hier haben wir noch nicht erkundet. Da gibt es noch ein kleiner. Und komm, da gibt es noch ein kleines Fleckchen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gab. Ein paar Fallen. Nein. Die wird es alle auslösen. Ja, weil wir hochintelligent sind. Mutiger Sumpf. Da kommst du nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Geht's hier noch irgendwie hoch? Da unten ist noch nötig. Ne, das ist die Hexenhütte. Da waren wir schon. Mhm.
Gibt's hier noch irgendwas, wo wir hin können? Ich gehe gerade in die andere Richtung. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Gabel ist tot. Oh nein. Dann hier beim... mit Benrün müssen wir sprechen, dort beim Gefangenen. Genau, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Guck mal, ob es da irgendwie Abkürzung gibt. Und leider irgendwie nicht. In falsche Richtung. Oh, hier ist noch ein Goblin. Da töte ich ihn. Das ist der Goblin, den ich meine Stiefel ablecken lassen. Dann lass ihn nochmal lecken. So, hier müssen wir lang. Neues Level gab es noch nicht. Schade. Hätten wir uns verdient für den Kampf. Ein Hexer. Bewegungsrad plus, das ist gut, wenn ich. Was soll ich sonst so? Ach, Wurfbonus brauche ich definitiv. Ja, Wucht ist nett, aber. Hast du eine neue Waffe gefunden oder was? Ne, ich habe einen neuen Ring gefunden. Okay, hier gibt es noch einen kleinen Bereich, der noch nicht erkundet wurde. Den erkunde ich gerade mal ein bisschen. Nichts besonders Spannendes. Bisschen was Richtung Bergpass. Stiegstraße. Ja, wir sind so schnell da hinten hingekommen. Ich habe eine Abkürzung genommen. Über das zerstörte Dorf? Ja. Ah, hier ist noch eine Höhle. Dann gehen wir in die Höhle. Da wurde ich schon erkundet. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir ganz am Anfang, der Kampf mit den Spinnen. Da ging auch neue Jäger rum. Ja, da waren wir. Ah. Das war. Da waren wir schon deutlich früher. Und dann hier im Verbandenhaus gibt's noch was. Und dann geht's dort am Gebirgspass weiter, aber da meinst du. Den Gebirgspass machen wir nicht, wir gehen ins Untere. Der führt zu Abt 2. Genau. Das Unterreich halt nicht. Das Unterreich ist noch Akt 1. Nein, der führt auch zu Akt 2, wenn man nicht aufpasst. Und durch diese eine Tür durchgeht und den Aufzug fährt. Das musst du aber wirklich schon aktiv machen. Das musst du auch wollen. Ja. Die eine hier könnten wir auch noch töten, wenn wir schon dabei sind. Wenn ich daran denke, was die Flammenfäuste im Jahr 83 angetan haben, als sie sich auf Kurtas Seite gestellt haben. Ich kämpfe dann mal ein bisschen. War jetzt nicht so schwer. Was hast du da gerade? Die Quest. Hier gibt's noch ein Schild.
und Wassereimer. Ja. Gut, danke für die Info, Vollidiot. Stirb. Slow down. Er hat keine Quest, oder? Doch, er hat uns was zum Mitgift gesagt, die wir schon längst mitgenommen haben. Im Goblin-Lager gibt's jetzt die Quest Reise durchs Unterreich. Und im Teehaus gibt's noch irgendwas, aber das Teehaus haben wir ja irgendwie. Ja, das haben wir ja abgeschlossen. Oh, du hast sie tatsächlich umgebracht einfach. Klippt man am Strand, cool. da ist nichts mehr, oder? Dort, da ist noch ein. Nee. Gibt's nichts mehr zu holen. Hier im Gebirgspass. Dann gehen wir ins Goblin-Lager und gehen wir durch das Goblin-Lager runter, oder? Oder nehmen wir einen anderen Eingang ins Unterreich? Eigentlich hätte ich gesagt, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den Eingang von der Schmugglern. Und wo ist der? Kann ich dir zeigen. Dann nehmen wir den jetzt schon mal, dann können wir das nächste Mal im Unterreich anfangen. Ja. Der ist nämlich ganz cool, da können wir gleich direkt. Aber du willst nochmal ins Lager und willst die ganzen Gegner mitnehmen. Achso, ja, stimmt. Ja. Wobei, nee, nicht in. Du wirst den ins Lager packen. Oder wir können da auch noch mal hingehen, wenn wir aus dem Underdark wieder zurückkommen. Bevor wir nachts 2 gehen. Weitergehen. Ja, durch die Luke müssen wir. Ja, wir müssen wieder runter zu den Schmugglern. Die haben nämlich einen Eingang ins Unterreich, weil sie ihre Waren darunter schaffen. Ich hoffe, wir können den benutzen, auch wenn wir es ihnen nicht anschließen. Wobei, es ist einfach nur eine Illusion. Das wenn nicht, dann gehen wir durchs Goblin-Lager rein. Da ist auch relativ leicht zu. Wir könnten auch in der Spinnenhöhle runterspringen. Schauen wir mal. Da waren wir doch schon. Die Fall bin ich doch durchgetroffen. Wie gesagt. Dann bist du die nochmal aus. Natürlich, immer. Wir sind super klug. Deswegen müssen wir eine Fallen uns. Einfach, wir sind einfach so stark, dass die Fallen uns nicht interessieren. So wie ich mit hier dem. Mit meinem ersten Pen Paper Charakter. Mit dem. Der Gurin. Wo wir diese eine Supermarkt-Szene hatten, wo du einfach diesen Zauberer irgendwie geschickt hast, der mich dann von hinten angegriffen hat und ich so, ich stöbere weiter am Regal. Juckt mich nicht. Er schickt einen Feuerball. Das, juckt mich nicht. Das war lustig. Das Setting mag ich nach wie vor. Vielleicht mache ich damit nochmal irgendwann was. Wie der Feuerball mich einfach nicht gejuckt hat. Das ist einfach dann. Joa, kratzt nicht. Ja, du hast halt, glaube ich, nicht mal Schaden dadurch genommen, weil er so schlecht gewürfelt hatte oder sowas. Nee, weil ich irgendwie nur Rüstung. Weil ich halt einfach Rüstung hatte wie nix. Stimmt, du hattest einfach. Ich war neben der Panzer. Glaube ich, noch. Also die Rüstung. Ja, du hast, glaube ich, in dem Fall. Du warst auch noch von irgendwas betroffen, was dir einen Steinrücken gegeben hat. Zu der Zeit. Das hat einfach keinen Wert. Die Zaubersprüche sind durch meine Rüstung nicht durchgekommen. Das sind dann einfach. Sind da gescheitert. In der Rüstung. Das ja, hier, der Stein. Der ist fake. Ach, was du nicht sagst. Der sieht ziemlich realistisch aus. So wie der leuchtet. Aber nur weil ich es entdeckt hatte, wird das so angezeigt. So. Mhm. Dann müsste das hier ein Aufzug sein. Dann können wir uns. Oh, geht gerade nicht. Moment. Geteiltes Versteck. Okay. Ja.
Und nun? Du hast irgendeinen Dialog? Ich hab Backscreen. Ihr fahrt schon mal runter. Oh, gut. Okay. Ziemlich dunkel hier. Ah, ich habe die Fahrstuhl. Oder? Ich habe die Fahrstuhlanimation. Fahr mit dem Fahrstuhl runter. Kommst du danach oder was? Ja, bei mir steht ihr beide jetzt einfach starr da, nur eure Schwänze schwabbeln noch. Mhm. Bin im Underdark angekommen. Kannst du den Fahrstuhl noch nutzen oder musst du einen anderen Eingang nehmen? Das wäre jetzt lustig. Fahrstuhl jetzt selber noch mal. Das wäre jetzt lustig, wenn du da oben mehr festhängen würdest. Ist das the Underdark? Ah, du bist bei mir unten. Ja, und ich fange schon mal an zu looten. Alkohol. Jede Menge Alkohol. Ein Apfel, der nicht vergiftet ist. Noch mehr Alkohol. Der Boden bebt. Warum bebt der Boden so? Weil es das Underdark ist. Mod hat es schon gelootet. Ne, die meisten Kisten sind einfach leer. Na dann ab durchs Underdark. Finden wir den ersten Wegpunkt hier. Den Kristall hier drin. Ich würde tatsächlich. Oh, hier sind ein paar Tränke drin. Magierbannöl und Öl des Brandstifters. Nimm mal mit. Kristalle. Oh, ich habe eine Cutscene. Ah, ihr habt den Pilzdialog. What in the nine hells is that? Aufs Underdark bin ich auch gespannt. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen wenig erkundet. Zumindest bei den Pilzen, die habe ich relativ links liegen lassen. Den Zwerg habe ich dann schon ein bisschen erkundet. Hast du zumindest den Sandhai, Landhai besiegt? Den was? Bett? Gut. Okay, das ist die Antwort. Ich habe ein bisschen gegen Zwerge, unter Underdark-Zwerge gekämpft. Oh, das Underdark ist so cool hier gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall noch richtig durchspielen. Jetzt fackeln. Wo geht's denn jetzt hier runter? Hier. Hier hinten bei den Kisten. Gut, das ist eine Orientierung wie eine Bockwurst, aber. Das habe ich noch niemanden sagen hören. Hier, genau. Und jetzt kämpfen wir nochmal gegen zwei Minotauren. Und dann machen wir. Ah, der Kampf. Ende heute, würde ich sagen. Das war für mich. Und nochmal schwer. Glaube ich. Und sie geht rein. Natürlich. Ich guck mal, was kann ich denn schmeißen? Heil des Feuers, ich schmeiße ihn. Achso, ich habe ja noch das hier. Oh, das ist sehr, das ist sau gut gewesen. Jetzt ist er nämlich in Nahkampfreichweite für mich. Nein, doch nicht ganz. Schade. Bin doch, glaube ich, viel zu früh ins Underdark gegangen damals. Ich hatte einfach. Welches Goblin Camp? Keine Sorge, bin ich auch. Weil das war, ich habe den Weg durchs Goblin Camp runtergegangen und es war dann, ich bin dann nochmal hoch, um dann noch die Sache mit dem, weil da das Rätsel war, das habe ich dann glaube ich gelöst und dann, das war dann, weil ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ich meine, in Grunks Let's Play gesehen zu haben, dass der auch schon irgendwie durch irgendeinen Eingang ins Underdark gegangen ist und sich dann gewundert hat, warum leuchtet hier alles so?
ist doch, warum ist hier alles so dunkel und leuchtet? Durch den Goblin-Eingang. Und Karloch nimmt gar nicht mit teil am Kampf. Ja, wunderschön. Sie kann jetzt schön reinspringen. Minus 19 TP. Natürlich. Oder klettern. Natürlich, jetzt habe ich den Zug so ziemlich verbraucht. Ja, ist doch egal. So, ich bin dran. Niederstrecken. Das war nicht schlecht. Können die sich regenerieren oder was? Ich habe das Gefühl, dass ich den einen schon fast fertig gemacht habe. Und der dann doch wieder. Wen habe ich da gerade angegriffen? Warum hat der. Verwirrend. Doch jetzt. Und die Minotauren wenigstens was Tolles an Loot mit dabei, oder? Ich weiß es nicht. Rücksichtsloses Gebrüll. Erstmal auf Astarion. Ja, alles gut. Den einen kannst du jetzt finishen, weil ich den schön betäubt habe. Beide betäubt. Schutzlichter, nice. Nice, wir sind alle geschützt. Bitte mal nicht mit der. Draufhauen. Ja, ich versuch's. Okay. Ich setz mit X. Okay, der eine ist da oben. Ja. Okay, kann nichts mehr. Dann mache ich das. Oder du. Ja. Oh, ein Amulett. Ein hübsches. Kannst was? Amulett der Unwürdigen. Gewährt Resistenz gegen Hiebschaden. Gewährt Verwundbarkeit durch Wuchtschaden. Nee. Das ist nichts. Die einzige, die. Nee, sie ist sowieso in Kampfrauschresistent gegen so ziemlich alles. Das bringt nichts. Also irgendwann verkaufen. Ja, verkaufen wir. Können wir aber den Mindflayer in der Kolonie da verkaufen. Also bei uns gibt's ihn. Mindflayer in der Kolonie? In Netten. Da gibt's einen Mindflayer. Ja, einer, der sich vom. Ich habe das viel zu gelöst hat. Ich habe das viel zu wenig erkundet. Ja, es gibt einen, der sich hier tatsächlich wie der Imperator vom Elder Brain gelöst hat, nur dauerhaft, und der erforscht die Kultur von verschiedenen Dingen, soweit ich mich erinnere. Wir müssen das unbedingt mehr erkunden. Ja, aber ich werde dann für heute auch langsam raus. Okay, wenn du meinst. Wir beim nächsten Mal. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Lager. Wollen wir das Lager? Das andere Lager. Ich würde sagen, Lager, lange Rast und dann. Genau. Wie ist denn das? Ich habe jetzt mit Max noch nicht. Hab den heute noch gefragt, aber hat noch nicht geantwortet. Wollen wir nächste Woche oder übernächste Woche ein D&D spielen? Ich würde sagen übernächste Woche, und ich habe potenziell zwei Leute, die Lust haben. Ich habe einfach in meiner Gruppe gefragt, weil wir aus Spaß gesagt haben, hey, wir sollten das mal streamen. Ich habe gefragt, sag mal, wer hat denn eigentlich Lust auf D&D? Ja, weil ich habe momentan auch noch keinen gefunden, deswegen wäre es dann zu zweit mit. Mach's aber. Bin noch zwei Jahre. Ich frag mal da, wer. Was darin will reden. Lust hätte. Oh, Moment, ich bin schon da. Also nächste Woche, wenn wir es machen, oder übernächste. Übernächste. Okay, dann können wir nächste Woche nochmal im Underdark rumspazieren. Ich habe hier gerade einen Warte auf andere Spielerbildschirm. Kannst du da irgendwas skippen, oder? Ich habe Gespräche. Hallo?
when I'm with you. Jetzt kann ich dein Gespräch auch sehen. Alive. Yet I crave only to die again. Let me give it another go. Every part of your perfect body. Wie sieht der super aus? Temptation. It's as if the gods made you just to ruin me. Wir müssen, wenn wir in Akt 3 sind, unbedingt nochmal zu dem Händler gehen, der dort in der Unterstadt Mode verkauft, weil der hat echt interessante Sachen. How about if I said these little words? Also ich würde das weiße Gewand kaufen. I love you. Das echt hübsche Gewand. It can be true, if only for tonight. Now, as much as I relish standing around and saying all my favorite lines at you, I'd much rather we got to experience each other's full portfolio of talents once again. I'll be waiting. Gibt's noch mal eine Szene? Natürlich, immer. Kann auch noch was zu reden. Nee, das machen wir nicht. Hast du jetzt das Achievement bekommen für mit Alkohol schlafen gehen? Ich muss mal nachgucken. Hier, nutzen wir die Druiden-Sachen. Ich kann mal kurz checken. Ups. Szene? Ja, da. Du darfst reinkommen. Eine Szene mit. I hoped you would come. I have missed you. And now you're all mine. And I'm all yours. Okay, das war unspektakulär. Ja. Hallo? Passiert hier auch noch was oder ist wieder Black Screen? Wurde gespeichert. Ich bin angeekelt. War aber nicht so gut. Die Nacht. Und du auch. Deine wohl auch nicht. Ich habe wohl zugeguckt. Du hattest eine intime Nacht mit Kader. Das ist eine intime Nacht mit Astario und ich habe zugeguckt. Hey, you. Er hat darauf bestanden, dass ich zugucke. Where would you start? You give me chills, baby. No mean feat at my temperature. Gods, we better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Ich erzähle dir, weil ich gerade auch was gern mit dir tun würde. Ich spiele gerade Fangen mit einem Kopf. I had assumed our parasite served a Geith elder. But I believe that a question elders and and now this voice, this creed, finds our own ear. Aha. Oh. Offensichtlich Mintara hat uns begleitet. Okay. Sie liegt noch hier. Something the matter. Fine. What's on your mind? I'm... Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. Okay. Irgendjemand muss mit Heisen... Ich sag mal, was Tavion so lernen kann noch. Irgendjemand muss mit Heisen dann romanzen. You wish to speak? With such stimulating company? Ah, Vampirgriff. Easy. Astarion kann jetzt sehr viel mehr Zauber. Aha. Vampirgriff nehmen wir definitiv mit. Go ahead. I'm listening. I think it, as long as I can assure you, an eruption the size of Waterdeep
Ah, yeah. Cast. And he missed. As cast. Too late. Did the god was the end of the chart. An event that came to be known as Carsus's. For a Mistral now. Tried Gale's folly, one might call it. I promise, if worst comes to worst, I will be. So long as he sates his appetite elsewhere. How can I help? Okay. Will noch ein bisschen. Well met. I feel the weight, but be my mirror. What do you see? I sub the people, but I will slay their monsters. Keep, I think. I can't say I'm not curious. But once you take on limited by the talent, there's no turning how deep into the abyss that might drag you. I appreciate, but these parasites are quite. Fate spins along as it should. Das können Skelette zu bieten haben. Be assured, it is not by choice. A man, should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Sieht dabei sehr hässlich aus, als ob ich mit dem noch nicht gesprochen habe. Hm? A matter. Ja. Of coin. Die Mietlinge könnten wir jetzt ja anhören. Aber wozu? Fate. Dost thou require a new Mietlinge brauchen wir aktuell nicht. Or mayhaps a resurrection. Eine Klasse ändern will ich auch nicht. Was machst du? Achso, du redest mit. Closer than most would care to be to those things. With such stimulating company? Ja. Dann erkunden wir nächste Woche das Underdark. Ja. Hast du mich gerade geworfen? Ja, was macht das Darion da? Ich probiere einen neuen Zauber aus. Das war wohl nix. Probier das an der Gucken, ob das wirklich auf. Das kann ich nicht. Ich brauche ein bewegtes Ziel. Das ist das Starring-Starring hier. Mach's mal dunkel für Starring. Warum? Weil es ging. Was da in seinen Stuhl geklaut. Ja, ich gönn mir mal den magischen Spiegel eben. Mal gucken, was ich so alles. Ist dein Charakter umgestellt? Neue Frisur. Ja, ich hab Lust auf eine neue Frisur. Ein paar Narben sind natürlich auch gut. Ein leeres Blutgefäß.
Unsichtbares sehen kannst du. Okay. Das kann ich schon die ganze Zeit, wegen dem Volo-Ding. Tänchen IFSH habe ich im Inventar. Okay. Das hat nicht gerade gekriegt. Hast du immer noch? Wenn du noch hast, dann schick mir mal rüber. Lass gerade verzehren. Kader hat es gerade eingenommen. Plus 1 auf Stärke. Inwiefern hast du? Nee, ich habe nur das eine, das habe ich noch nicht eingenommen. Ja. Inwiefern siehst du jetzt anders aus? Ach, neue Haare. Neue Haare, neue Narben, neue Hörner. Aha. Ich wollte ein bisschen Gold haben. Na dann. Lange Rast haben wir gerade gemacht. Bist trotzdem. Nee. Hä? Nee, lange Rast brauchen wir nicht. Konzentrierte Explosion habe ich. Ich bin gesprungen, deshalb habe ich Schaden. Ich kann es nur im Lager nicht. Ah, nur im Kampf nutzbar. Ah, deswegen. Ah, okay. Alles klar. Schwa. Na dann. Du wolltest Schluss machen. Ja, dann ist das doch im oberen Bereich, sind wir doch jetzt fertig, oder? Oder gibt es da noch irgendwas, was wir vergessen hätten? Da ist er weg. Das Spiel ist auch einfach abgestürzt gerade. Ist das Team noch live? Einfach alles down gerade. Fantastisch. Auch eine Art, das Ding zu beenden. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Fantastisch. Okay.